das Nachtlicht. Sie sind sehr nah. Ich kann sie spüren. Hilfe! Helft mir! Hilf mir! Ah! Es reicht. Jetzt ist Schluss mit Monstern. Es ist nicht gut, solche Filme vom Schlafengehen zu sehen. Mama, Mama, ich habe wirklich keine Angst. Nur noch ein bisschen, bitte. Ich habe gesagt, es reicht. Gute Nacht, mein Schatz. Sie sind ganz nah. Ich spüre sie. Ah. Nun sieh dir das an. Er schläft schon und hat nicht einmal das Licht gelöscht. Ja, na und? Na und? Wenn jeder Mensch mit Licht einschlafen würde, dann gäbe es nicht genügend Elektrizität für alle. Hopp. Jeder erinnert sich wahrscheinlich daran, einmal in ein Zimmer mit eingeschaltetem Licht gelaufen zu sein. Oder an einen eingeschalteten Fernseher, ohne dass jemand zugeguckt hat. Ein kleines Licht oder ein Fernseher sind vielleicht nicht viel. Aber stellt euch mal vor, wie viele Menschen auf der Erde leben. Also wenn jeder vergessen würde, deren Licht oder den Fernseher auszuschalten, dann wäre die Menge der verschwendeten Elektrizität gleich der Menge der von 100 Kraftwerken produzierten Energie. Und jedes dieser Kraftwerke benötigt viele Frachtwaggons voll mit Kohle oder Flüsse mit Mineralöl, um in Betrieb zu bleiben. Und all dieser Treibstoff muss ständig gefördert und verbrannt werden. Versteht ihr jetzt, wie teuer eine brennende Glühbirne für die Erde ist? Vergesst also nicht, elektronische Geräte auszuschalten, wenn sie nicht verwendet werden. Es ist so einfach. Ah, wer hat das ausgemacht? Sie sind sehr nah. Ich spüre sie. Ich spüre sie. Ich spüre sie. Ich. Guck, was ist mit ihm? Ich glaube, er spielt Schlafhockey. Sieht so aus, als spielt er links außen. Haha, wie auch immer, er sollte auf jeden Fall Strom sparen. Monster! Hey, was denkst du, was wir sind? Hockeypox? Nolik, Simka, verzeiht mir. Was dachtest du, wer wir sind? Monster. Ha, Simka sieht vielleicht wie ein Monster aus, was man von mir nicht behaupten kann. Tom Thomas, was ist mit dir los? Warum schläfst du mit Licht an? Ich war so blöd. Ich habe vorm Schlafengehen diesen Monsterfilm geguckt. Jetzt habe ich Angst, ohne Licht zu schlafen. Und warum guckst du dir überhaupt Monsterfilme an? Ich wollte mich fürchten. Ah! Darin bist du echt gut. Sei leise, sonst weckst du noch seine Eltern auf. Wie soll ich jetzt bloß einschlafen? Ich habe eine prima Idee. Du kannst ein Nachtlicht nehmen. Ein Nachtlicht ist eine kleine Lampe, die von Menschen benutzt wird, die nicht im Dunkeln schlafen wollen. Das Nachtlicht erzeugt ein gedämpftes Leuchten, weil es mit einer speziellen Glühbirne funktioniert, die sehr wenig Strom verbraucht. Diese Art von Glühbirnen nennt man energieeffizient. Das war schwer, was? Man kann auch Nachtlichter finden, die so schwache Birnen benutzen, dass sie mit Batterien betrieben werden können. Aber du weißt doch, dass wir hier kein Nachtlicht haben. Ach, was würdest du ohne uns machen? Heute Nacht helfe ich dir. Ich werde dein Nachtlicht sein. Hey, guck mal da. Da ist unser Lampenschirm. Vielen Dank. Du bist wirklich ein wahrer Freund, Nolik. Mach ich gern. Geh noch schlafen. Nolik, kennst du eine gute Geschichte? Ja, es geht um einen großen Fleischwolf. Nee, lieber nicht. Erzähl mir doch lieber was von einem netten kleinen Fixie. Ah, ich kenne eine gute. Und die geht so.
Einmal arbeitete Großfix in einer großen Uhr. Eigentlich war die Uhr nicht so groß. Und ich bin nicht sicher, ob es Großfix war. Aber es war eine Uhr. Glaube ich. Schlagsahne. Nulik, hör auf rumzuhüpfen. Dein Kopf fällt ja gleich ab. Keine Sorge, der fällt schon nicht ab. Mhm, das klingt gut. Okay, wir sehen uns später. Wohin gehst du denn, Tom Thomas? Nirgendwohin. Katja kommt mich gleich besuchen. Wir machen Hausaufgaben und essen dann Erdbeeren. Wird sie die Erdbeeren mitbringen? Ganz genau. Und ich soll dann die Schlagsahne besorgen. So schmecken sie nämlich besser. Schlagsahne? Hast du welche? Ich sehe mal nach. Wartet! Auf mich! Zimka, woraus macht man Sahne? Sie besteht aus Milch. Und die Milch bekommt man von einer Kuh. Und was ist mit Schlagsahne? Die Kuh springt hoch und runter wie du. So wird die Sahne geschlagen. Wirklich? Das war ein Witz, Nulik. Ich habe überall gesucht. Wir haben normale Sahne, aber keine Schlagsahne. Kein Problem. Wir können sofort welche schlagen. Sahne ist dicke Milch mit ziemlich viel Fett. Wenn man Schlagsahne machen will, muss man sie kühlen, etwas Zucker dazugeben und alles dann sehr gut schlagen. So entstehen winzige Luftbläschen, aus der Sahne einen leckeren, weißen, flauschigen Schaum machen. Aber es ist wichtig, es nicht zu übertreiben. Sonst wird die Sahne nicht flauschiger werden, sondern dicker und dicker, bis aus ihr eine reichhaltige, cremige Butter wird. Wie schlägst du die Sahne? Schau, ein Schneebesen. Nein, warte! Wie ist das? Daraus wird nichts. Vielleicht brauchen wir eine andere Schüssel oder so. Meint ihr, eine Flasche wäre besser? Das ist eine sehr gute Idee. Jetzt kann ich wenigstens die Sahne nicht mehr verschütten. Schüttel mit beiden Händen. Los, 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 los. Schüttel da, Tom Thomas. Es reicht, ich kann nicht mehr. Die Sahne sieht genauso aus wie vorher, Tom Thomas. Du hättest dich mehr anstrengen sollen. Ach, wirklich? Dann schlag die Sahne doch selber. Ich hab's. Sie wird uns helfen. Kaubacke? Ja, super. Ein Stück runter, noch ein Stück. Perfekt. Mach die Tür auf. Kaubacke, Kaubacke, du kriegst es nie. Nee, 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 nee. Das Telefon. Das ist ja sogar cooler, als auf dem Trampolin zu springen. Juhu! Ja, aber warum denn nicht? Ach, wie schade. Nicht schlimm. Komm trotzdem vorbei. Du kriegst uns nicht. Du kriegst uns nicht. Bin ich erschöpft? Wenigstens haben wir die Sahne aufgeschlagen. Oh, siehst du das, Zimka? Da ist keine Sahne übrig, nur eine gelbe Paste. Das ist Butter, ganz sicher. Wir haben es übertrieben. Menschen machen so viele verschiedene Dinge aus Milch. Wie Sahne oder Butter oder Kuchenglasuren oder Törtchen. Aus Milchpulver, Zucker und kochendem Wasser kann man kondensierte Milch machen. Und wenn man sie kühlt, erhält man Eiscreme. Und wenn die Milch sauer wird, kein Problem. Menschen machen alles Mögliche aus saurer Milch. Wie Joghurt, saure Sahne, Kefir und Buttermilch. Entzieht man saurer Milch Flüssigkeit, kriegt man Hüttenkäse. Und kocht man Milch auf besondere Art, bekommt man alle möglichen verschiedenen Sorten Käse. Es gibt so viele Käsesorten auf der Welt, dass man sie nicht zählen kann. Und auch bestimmte Schokoladensorten können nicht ohne Milch gemacht werden.
Ihr müsst zugeben, dass alte, einfache, gewöhnliche Milch eine super magische, außergewöhnliche Sache ist. Es ist einfach schrecklich, Leute. Was? Kommt Katja nicht zu Besuch? Doch, sie kommt. Aber ohne die Erdbeeren. Sie wusste nicht, dass ihre Großmutter schon alle verarbeitet hatte, um Marmelade zu machen. Meinst du damit, dass wir keine Schlagsahne mehr brauchen? Genau. Katja bringt einen Kuchen. Und sie meinte, wir brauchen dazu Butter. Sie will daraus eine Glasur machen. Butter? Ich weiß nicht, ob wir welche haben. Davon haben wir genug. Süßigkeiten. Schönes blaues Auge. Tom Thomas, bist du gestürzt? Was ist mit deinem Auge? Ich hatte einen Streit mit Johnny. Oh, wow. Wie konntest du nur? Worum ging der Streit? Es ging darum, wer cooler ist. Ein Rennfahrer oder ein Boxer. Ein Rennfahrer ist cooler. Natürlich, das hatte ich ihm auch gesagt. Aber Johnny wollte beweisen, es ist der Boxer. Und? Er hat es bewiesen. Siehst du es nicht? Durch Kämpfen kann man gar nichts beweisen. Was für ein Beruf, Boxer sein. Ja, aber dein Papa, er hat einen super tollen Beruf. Ein Journalist. Er kann in ferne Länder reisen und bringt alle möglichen verrückten Dinge mit. Er wird sogar im Fernsehen gezeigt. Nein. Was heißt das? Boxer sind cooler. Alle haben Angst vor ihnen. Du musst nicht traurig sein, Tom Thomas. Iss was Süßes. Ich habe eine gute Idee. Wie wäre es mit Geschmackstester? Das ist der beste Job. Und was macht der? Ein Geschmackstester ist jemand, der den Geschmack von Essen und Trinken testet. Ja, warum? Sie wollen wissen, ob das Essen gut schmeckt und welche Aromen es hat. Super! Was für ein toller Beruf. Aber das ist kein Beruf, den jeder einfach so machen kann. Ich kann das. Das werden wir ja sehen. Öffne deinen Mund und schließe deine Augen. Versuche jetzt mal, den Geschmack dieses Bonbons herauszufinden. Erdbeere. Das stimmt. Gut gemacht, Tom Thomas. Und das? Das schmeckt nach Orange. Leider daneben. Das war Limette. Ja, Tom Thomas. Wenn du ein Geschmackstester werden willst, musst du sehr hart daran arbeiten. Na los! Himbeere? Du sagst es! Simka, wie kommt es, dass das Bonbon außen hart ist, aber innen drin flüssig? Lass dich nicht ablenken, trainiere! Yeah. Bonbons werden so gemacht. Erst wird ein süßer Sirup gekocht, bis er dickflüssig und elastisch ist. Dann wird die Masse zu langen, hohlen Röhren geformt, wie Nudeln. Und wenn sie dann abkühlen, werden sie härter. Dann werden die Röhren mit diesem weichen, fruchtigen Inneren gefüllt und anschließend in Stückchen geschnitten. Das muss alles sehr schnell gemacht werden, bevor das Äußere komplett hart wird. Und so werden Süßigkeiten gemacht, die außen hart sind und innen weich. Es könnte Erdbeere sein, aber ich kann es nicht mehr richtig sagen. Autsch! Was ist los? Mein Zahn! Bilde ich mir das ein oder war das ein Schrei? Oh, ich verstehe. Komm schon, schauen wir uns deinen Zahn an. Geschmackstester muss wohl der köstlichste Beruf der Welt sein. Sie probieren alles Mögliche, wie Käse und Schokolade, und entscheiden, was besser schmeckt. Alles wird auf den Geschmack geprüft. Sogar Wasser, denn verschiedene Wassersorten schmecken unterschiedlich. Es gibt auch Tester, die kein Essen oder Trinken testen. Sie prüfen den Geruch von Sachen, wie Deodorants oder Parfüme. Nicht jeder kann ein wirklich guter Tester werden. Zuerst muss man verschiedene Geschmäcker und Gerüche voneinander unterscheiden können. Und man muss wissen, wann man aufhören sollte. Sonst wird man krank und verliert die Fähigkeit, die Geschmäcker zu unterscheiden.
Deswegen nehmen Geschmackstester nur sehr kleine Portionen zu sich. Und sehr, sehr kleine Schlücke. Tom Thomas kann von Glück sagen, dass seine Mutter Zahnärztin ist. Das stimmt. Sie ist eine sehr gute Zahnärztin. Sie bringt das schnell in Ordnung. Sie wird den Zahn schnell herausziehen. Und? Hat sie ihn rausgezogen? Nee, sie hat mir nur Medizin zum Gurgeln gegeben. Und dein Zahn? Tut er weh? Ja, ein bisschen. Hey, jetzt weiß ich bestimmt, wer cooler ist als ein Boxer. Wer? Ein Zahnarzt natürlich. Sogar Boxer haben Riesenangst vor einem Zahnarzt. Der Zauberstab. Oh, Tom Thomas, wo kommst du denn her? Ganz einfach. Ich habe gerade diesen coolen Zauberstab geschenkt bekommen. Hier. Wow. Und was soll das für ein Zauberstab sein? Das nehme ich dir nicht ab. Man schwingt den Stab und alle Wünsche gehen in Erfüllung. Passt auf. Heute will ich nicht in die Schule. 100-mal Tiddisch. Tom Thomas? Deine Lehrerin hat mich gerade angerufen. Sie hat gesagt, deine Schule hat sich gerade in Luft aufgelöst. Wie seltsam. Ich muss nicht zur Schule? Na wie denn? Stattdessen gehen wir in den Zoo. Hurra! Echte Magie? Ach, wie toll! Nein, keine Magie. Das sind Illusionen. Ich weiß nicht, was Illusionen sind. Das ist, wenn das, was man vor sich sieht, in Wirklichkeit nicht existiert. Habt ihr jemals gesehen, wie ein Zauberer einen Hasen aus einem Zylinder zieht? Meint ihr, das wäre Magie? Nein, das ist nämlich nur eine Illusion. In Wirklichkeit ist der Hase unter dem Tisch versteckt, auf den der Zauberer den Hut stellt. Im Hut befindet sich eine geheime Luke. Wenn der Zauberer in den Hut greift, dann zieht er den Hasen aus dem Tisch heraus und tada! Wie genau jeder magische Trick funktioniert, mag ein Geheimnis sein, doch jede Illusion hat eine Erklärung. Mit diesem Stab kann ich wirklich zaubern. Zum Beweis werde ich ein Kaninchen aus diesem Mülleimer zaubern. 100-mal Tiddisch. Oh, was ist denn da passiert? Ein komischer Hase. Wartet, ich probier's nochmal. 100-mal Tiddisch. 100-mal Tiddisch. Tom Thomas, vielleicht reicht's? Eine Kaubacke ist mehr als genug und jetzt gibt es drei. Größer. 100-mal Tiddisch. Na, habt ihr Angst? Ihr traut euch wohl nur kleinen Kindern hinterher zu jagen. Wow, ich bin riesig. Ich bin so riesig wie Tom Thomas. Ich bin groß! Oh, Nolik, pass auf! Wie kannst du nur leben als so großer Mensch? Es ist so unpraktisch. Und ich dachte, es ist schwer, wenn man so klein ist. Tom Thomas, bist du fertig? Hey, warum haben wir denn plötzlich drei Hunde? Oh mein Gott. Nein. Warum schreist du? Ich habe geträumt, dass mir jemand einen Zauberstab geschenkt hat. Und dann musste ich euch vergrößern. Und Mama hat euch gesehen. Wie schrecklich. Da hätte ich auch geschrien. Ich wünschte, ich hätte einen echten Zauberstab. Wir Fixies glauben ehrlich gesagt nicht an Magie. Aber wir glauben an das, was Menschen schaffen können. Denn Menschen können oft Wunder erschaffen.
Jahrhundertelang schien es vollkommen unmöglich zu fliegen. Aber heute kann jeder in ein Flugzeug steigen und losfliegen. Früher dachten Menschen, dass sie nur durch Magie zum Mond kommen können. Aber mittlerweile sind Astronauten bereits auf ihn spazieren gegangen. In Märchen konnten Menschen miteinander mittels eines magischen Spiegels reden. Aber heute haben wir das Internet und Telefone für diese Zwecke. Kühlschränke, Fernseher, Autos, Computer. Es gibt so viele Dinge, die der Mensch erschaffen hat. Wundersame Dinge, von denen sie vorher nur träumen konnten. Wie ein Wunder aus einem Märchen. Einen Zauberstab? Wozu denn? Damit ich heute nicht zur Schule muss. Tom Thomas, bist du bereit? Wir wollten doch gemeinsam in den Zoo. Muss ich denn heute nicht in die Schule? Sehr witzig. Träume ich immer noch? Nein, es ist doch nur... Heute ist doch Sonntag. Und darin liegt der Zauber. Der Mixer. Marcia, warum müssen wir wieder zum Geschirrspüler hingehen? Es liegt ein anstrengender Tag vor uns, Kinder. Und wir alle müssen Energie tanken. Ich mag es nicht, mich hier im Geschirrspüler aufzuladen. Wäre dir die Mikrowelle lieber? Oder der Wasserkocher? Nein, danke. Ich mag allgemein nicht, mit Küchengeräten aufgeladen zu werden. Die interessieren mich einfach nicht. Und wo ist es denn interessant, hä? In dem Computer. Marcia, darf ich mich bitte im Computer aufladen? Die Energie dort ist so süß. Unsere Ernährung muss ausgewogen sein, Nolik. Nicht nur sehr lecker. Leute essen ja nicht nur Süßes, stimmt's? Menschen erhalten Energie vom Essen, während Fixies ihre Energie aus Geräten beziehen. Menschen essen alle Arten von Nahrung, genauso wie Fixies. Sie benötigen die Energie, die aus verschiedenen Geräten kommt. Durch das Aufladen in einem Auto wird ein Fixie schneller. Durch einen Computer klüger und durch eine Uhr genauer. Um gute Energien zu tanken, sollten sich Fixies nicht nur an einem Platz aufladen, wie im Fernseher. Gesünder ist es, sich von einem Gerät zum anderen zu bewegen. Guten Morgen, Tom Thomas. Was ist denn los? Zum Frühstück gab's Müsli mit Milch. Mama sagt immer, Milch ist so gesund. Aber ich finde sie einfach ätzend. Aha, Nolik, da bist du. Geh dich aufladen. Zack, zack. Ich gehe nicht. Hier ist Tom Thomas. Er will auch kein Frühstück haben. Warum denn nicht? Er findet die Milch ätzend. Ätzend, hä? Er weiß einfach nur nicht, wie man sie richtig trinkt. Schaut mal, was wir hier haben. Was? Was? Einen Mixer. Ein Mixer ist ein Küchengerät, welches man verwendet, um verschiedene Zutaten zu mischen. Mit einem Mixer können wir Dinge wie Glasuren, Soßen oder ein Omelett machen. Das Leckerste aber, was man mit einem Mixer machen kann, ist ein Milchshake. Es ist ganz leicht. Gebt Früchte, Sirup, Saft, Eiscreme oder alles, was ihr wollt, in einen Behälter und gebt Milch dazu. Nehmt nun den Mixer und rührt alles zusammen, bis es cremig und lecker wird. Das wär's. Somit habt ihr einen Milchshake. Also, was hätten wir denn alles für einen Milchshake? Wir haben Himbeermarmelade. Geht das? Das würde gehen. Und Erdbeermarmelade? Das wäre auch toll. Hier ist eine Banane. Ich habe auch Schokolade. Guck. Und ich habe hier Erdbeereiscreme. Schmeißt den Mixer an. Stehst du am Morgen früh auf? Oh ja. Stehst du am Morgen früh auf? Gib dir dein Frühstück viel Kraft. Oh ja.
brauchst ein klein wenig Milch, oh ja. Du brauchst ein klein wenig Milch. Du brauchst ein klein wenig Milch, oh ja. Du brauchst ein klein wenig Milch. Du brauchst ein klein wenig Milch, oh ja. Du brauchst ein klein wenig Milch. Wow, der Mixer ist cool, oder? Können wir noch einen Shake machen? Nur einen, die waren lecker. Klar, wenn du willst. Oh, wo ist die Milch hin? Ich glaub's nicht. Du hast sie ausgetrunken. Und ich kenne jemanden, der gesagt hat, Milch ist ätzend. Ich wusste nur nicht, wie man sie trinkt. Simka. Was in aller Welt hast du dir da gedacht? Und was ist mit Nolik? Shh, komm mal, ich zeig's dir. Nolik, hier bist du. Warst du nicht der, der gesagt hat, das Aufladen in der Küche sei langweilig? Der Mixer ist aufregend. Er spendet Energie, die lecker schmecker und nahrhaft ist. Der Lügendetektor. Simka! Shh, leise. Ich bin mitten in einer Beschattung. Wen überwachst du? Hm, Tom Thomas. Wir haben eine Wette, dass er keine 3 Tage aushalten wird ohne Fernseher. Wirklich? Kann ich bitte auch mit überwachen? Shh. Simka! Was? Wer? Du hast die Wette verloren, Tom Thomas. Gib es zu. Stimmt nicht. Das stimmt nicht? Das ist, weil ich, ich bin nicht Tom Thomas. Was? Ich bin Toms Bruder. Das ist absolut nicht wahr. Wir wissen, dass Tom Thomas keinen Bruder hat. Ich meine, sein Cousin. Wieso seht ihr beiden euch dann so ähnlich? Weil unsere Mütter, Zwillinge sind. Und wie ist dein Name? Wie? Meiner? John Johnson. Und wer seid ihr überhaupt? Als ob du nicht wüsstest, wer wir sind. Dieses Zimmer ist wunderschön. Jedenfalls größer als meins. Ich glaube dir nicht. Du lügst doch. Wie willst du das beweisen? Hm, vielleicht lügt er nicht. Das können wir herausfinden. Wie? Ja, wie? Mit einem Lügendetektor. Passt auf. Ein Lügendetektor ist ein Gerät, mit dessen Hilfe herausgefunden werden kann, ob jemand die Wahrheit sagt oder lügt. Wenn man lügt, wird man immer ein bisschen nervös. Auch wenn wir es nicht immer sehen, wissen wir, das Herz eines Lügners schlägt etwas schneller. Seine Atmung ändert sich und er schwitzt. Ein Lügendetektor spürt all diese Kleinigkeiten auf. Und so kann ein Lügendetektor helfen, die Wahrheit herauszufinden. Aber ihr habt keinen Lügendetektor. Aber wir wissen, wie ein Lügendetektor funktioniert, oder? Oder hast du Angst, Tom Thomas? Wofür ist das? Wir messen deinen Puls. Wozu? Damit ich überprüfen kann, wie schnell dein Herz schlägt. Und Nolik? Er wird genau beobachten, wie oft du blinzelst. Und was macht ihr mit dem Ei? Das Ei ist eine alte afrikanische Methode. Wenn du nicht die Wahrheit sagst, wird deine Hand das Ei automatisch zerquetschen. Und dann wird es zerplatzen. Nun, mein Ei wird nicht platzen. Das werden wir ja sehen. Menschen haben alle möglichen Arten erfunden, um die Wahrheit herauszufinden. Im antiken China zum Beispiel. Dort legten sie trockenen Reis in den Mund eines Menschen. Wenn sie ihm das Verbrechen vorlasen, das er begangen haben sollte, überprüften sie den Reis. Blieb der Reis trocken, dann glaubten sie, dass er das Verbrechen begangen hatte. Im antiken Indien musste der Angeklagte einen Gong schlagen, während er die Fragen des Richters beantwortete. Begann er etwas lauter zu schlagen, dann glaubte man, er beginne die Wahrheit zu verdecken. Und in Europa war es so, warf ein Ritter dem anderen eine Lüge vor, veranstalteten sie ein Duell.
derjenige, der gewann, sollte die Wahrheit gesprochen haben. Nein, es ist nicht leicht, die Wahrheit zu verdecken, aber manchmal ist es sogar noch schwerer, sie zu finden. Antworte mit Ja oder Nein. Kapiert? Hast du zwei Ohren? Hast du keine Augen? Ja oder Nein reicht. Ja. Antworte, bist du ein Mädchen? Hey, komm schon. Ja oder Nein? Nein. Woher habt ihr solche dummen Fragen? Wir müssen nur überprüfen, was mit deinem Herz passiert, wenn du uns die Wahrheit sagst. Alles klar, jetzt beantworte das. Kennst du die Fixies? Ja oder Nein? Ja, nein. Eigentlich nicht. Sein Puls wird schneller. Bist du Tom Thomas? Nein. Ah, sein Puls pocht sehr stark. Und seine Augen blinzeln. Und die Fixies, woher kennst du sie? Sprich. Von Tom Thomas. Er hat dir sicher nichts erzählt. Es ist ein Geheimnis. Hat er doch. Stimmt nicht. Es ist wahr. Nicht wahr. Ist es doch. Hey, guck. Das Eis zerplatzt. Gib einfach auf, John Johnson. Na gut, ich bin Tom Thomas, Leute. Tschüss. Kann man wirklich Lügen erkennen, indem man einfach den Puls misst? Mit dem Puls kann man das wirklich, aber mit dem Ei wahrscheinlich nicht. Dann habt ihr mich reingelegt. Das war nicht nett. Dich reingelegt? Nein, sondern John Johnson. Ha, wisst ihr was? Ich glaube, der Lügendetektor sollte euch mal abchecken. Ha, das denke ich nicht. Du musst mir jetzt einen Wunsch erfüllen, denn du hast ja die Wette verloren. Der Föhn. Nolik, bist du hier? Ja, hier bin ich. Willst du einen Zaubertrick sehen? Ein super Trick, du. Lernt man den schnell? Nicht diesen Zaubertrick. Ein Trick mit Helium. Was ist denn Helium? Helium ist ein sehr leichtes Gas, das man in Ballons füllt, damit sie schweben. Das ist ja vielleicht ein aufregender Trick. Fliegende Ballons kenne ich nur zu gut. Beim Trick geht's nicht um den fliegenden Ballon. Es geht um das Helium. Wie komme ich bloß an ihn ran? Ich weiß, wie es geht. Wir brauchen einen Föhn. Wozu denn? Für einen Zaubertrick. Na gut. Mama, kann ich den Föhn für eine Minute nehmen? Ein Föhn wurde fürs Haartrocknen erfunden. In ihm befindet sich ein Ventilator, der die von hinten eingesaugte Luft nach außen bläst. Das Haar zerzaust und es trocknet. Eine eingebaute elektrische Spule erwärmt die Luft. Wenn diese warm wird, erhitzt sie die vorbeiwehende Luft. Durch die Warmluft wird das Haar schneller getrocknet. Natürlich muss der Föhn nicht auf Heißluft eingestellt werden. Es gibt auch einen Schalter für Kaltluft. Nolik! Hier bin ich. Hier ist der Föhn. Zeig mir jetzt deinen Trick. Geht klar. Mach ihn an. Leg den Ball jetzt direkt in die Luftströmung. Oh, cool. Der Ball schwebt. Jetzt bin ich dran mit Fliegen. Du? Hey. Ja, ich fliege jetzt direkt an die Decke, schnapp mir den Faden und ziehe den Ballon runter. Ich schaffe es nicht. Das ist wohl, weil du so klein bist und so gut wie nichts wiegst. Ach was, müssen wir jetzt darauf warten, dass ich größer und schwerer wäre? Ich weiß es nicht. Damit gebe ich mich nicht zufrieden. Lass uns Simka rufen. Simka, komm mal her. Ja? Was ist denn los? Also... Nolik, wie bist du da hochgeraten? Ich hab Tom Thomas nur den Föhntrick gezeigt. Ich lach mich schief. Ha, ha, ha. Ich schmeiß den Föhn an, um dich zu Nolik zu blasen. Damit wir dann beide da oben festhängen? Danke, aber nein, das brauch ich nicht. Was brauchst du denn dann? Ich brauche einen Besen. Du kennst einen Trick mit einem Besen? Aha, bring ihn schnell her.
Manchmal können sie echt genial sein, die Menschen. Ab und zu haben sie kluge Ideen, wozu gewöhnliche Geräte noch genutzt werden können wie der Föhn. Außer fürs Haartrocknen kann er auch fürs Trocknen von nassen Kleiderflecken verwendet werden. Ein Föhn kann sogar genutzt werden, um ein klebriges Preisschild zu entfernen. Stellt euch vor, ihr kauft einen neuen Becher, der einen extrem klebrigen Aufkleber hat und scheinbar unmöglich abzumachen ist. Nun versucht mal, ihn mit einem Föhn aufzuwärmen. Die Klebe wird austrocknen und der Aufkleber wird einfacher abgehen. Es besteht kein Zweifel, dass ein Föhn in jedem Haushalt nützlich sein kann. Ihr müsst nur äußerst vorsichtig sein, vor allem im Badezimmer. Falls dieses Elektrogerät mit Wasser in Berührung kommen sollte, riskiert ihr es, einen furchtbaren Elektroschock zu bekommen. Außerdem kann der Föhn dadurch zerstört werden. Das ist toll. Gleich klinge ich wie ein Fixie. Wirklich? Aha. Ha. Schaut her. Hey, hey, was machst du da? Ich will nur ein bisschen Helium einatmen. Ist das nicht schädlich? Nur ein kleines bisschen. Hey, hi ihr. Oh, Tom Thomas ist jetzt ein Fixie. Das ist mein Trick für euch. Witzig, was? Oh, ist das komisch. So eine quietschige Stimme. Das war's. Bin kein Fixie mehr. Das Helium wirkt nach ein paar Sekunden nicht mehr. Das ist gut, denn so ein riesiger Fixie würde nie in ein Gerät reinpassen. Das Schiff in der Flasche. Simka, Nolik, seht euch das an. Wow, cool. Wo hast du das denn her? Das war auf dem Regal im Büro meines Vaters. Er hat da viele coole Sachen. Cool, ich bin der Kapitän. Das ist ja ein echtes Segelschiff mit dem Mast, Tauwerk und all dem anderen. Und wie ist das alles da reingekommen, durch dieses kleine Loch? Ein Schiff in einer Flasche ist ein echtes Wunder. Soll ich euch mal verraten, wie es dort reinkommt? Das geht so. Die Maste des Schiffes kann man einklappen. Bevor das Schiff in die Flasche kommt, werden die Maste eingeklappt und gegen das Schiff gedrückt. So ist es klein genug, um durch den Flaschenhals zu passen. Sobald das Schiff in der Flasche drin ist, werden Maste und Segel wieder aufgestellt, indem man an einem Faden zieht. Ich bin ein Oktopus, hä? Huh? Ho, seht euch vor! Erfahrene Seeleute wie ich wissen, dem Sturm zu trotzen. Tom Thomas, sei vorsichtig! Hey! Oh, Ist es zerbrochen? Nein, alles tidisch. Nicht in dem fertigsten tidisch. Seht mal, der Mast ist gebrochen. Wow! Oh, was habe ich bloß getan? Keine Sorge, wir reparieren es. Hol etwas Kleber, los! Hier ist Sekundenkleber. Der ist sehr stark. Der klebt alles zusammen. Nolik, komm, hilf mir! Puh, das Zeug stinkt! Ha, 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 ha. Tisch! Oh, viel besser. Danke, Leute. Ein Seemann? Lässt seine Freundin nie hängen. Nolik, komm raus da. Dieser Gestank macht dich krank. Ich komme nicht hinweg. Ich stecke fest. Hallo, Tom Thomas. Was machst du mit dem Schiff aus meiner Sammlung? Ich wollte es nur etwas lüften. Tom Thomas, du weißt doch, dass du nichts aus meinem Büro nehmen darfst. Hey, schau, ein kleiner Matrosenjunge. Der war mir gar nicht aufgefallen. Gib mal her, ich bringe es wieder auf das Regal, okay? Wer hat da geniest? Ich war's. Hatschi. Nun, alles klar. Mach deine Hausaufgaben und bitte geh nicht nochmal in mein Büro. Simka, wohin gehst du? Ich rette Nolik.
Ich komme mit. Du darfst nicht ins Büro hinein. Dein Vater hat's verboten. Liebling, die Suppe wird kalt. Ich komme. Nolik, wo bist du? Simka, warum ist mir so schwindelig? Weil du diesen stinkigen Kleber eingeatmet hast. Puh, jeder weiß, wie stark der Geruch von Farbe, Reinigungsmitteln und Klebern sein kann. Dabei ist der Gestank aber nicht der eigentliche Gefahrenherd. Atmet man die Dämpfe von Farbe oder Kleber ein, kann man davon schreckliche Kopfschmerzen bekommen. Oder noch schlimmer, man kann ohnmächtig werden. Deswegen müssen Fixies, die etwas streichen oder kleben, eine Atemschutzmaske tragen. Die nennt man Respirator. Und Menschen müssen genauso aufpassen wie Fixies, wenn sie mit Chemikalien arbeiten. Und denkt stets daran, dass die Stoffe in Farbe und Kleber leicht entzündbar sind. Ein Funke reicht schon aus und bumm, es könnte etwas explodieren. Also achtet darauf, immer gut durchzulüften, wenn ihr mit Farbe oder Klebstoffen in Räumen arbeitet. Simka, beeil dich. Halte durch, Nolik. Ich hol dich da raus. Alles okay? Nolik! 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 Ach, du bist am Leben. Steuerbord zum Hafen. Piasta, Piasta. Ach, alles klar. Der wird schon wieder. Nolik, erkennst du mich? Ein riesiger Oktopus? Die Solarbatterie. Mal sehen. 3 mal 648. Das schafft er nicht alleine. Nein. Ich wette, er schafft's. Tom Thomas ist so klug. Ja, klug, aber faul. Ich wette um eine Kopfnuss. Dann mach dich bereit. Hä? Psst. Wir haben versprochen, ihn nicht bei seinen Hausaufgaben zu stören. Ich wünschte, ich müsste das nicht alles im Kopf ausrechnen. Warum muss ich alles aufschreiben? Ich hab doch einen Taschenrechner. Ha, hab ich's doch gewusst. Ohne Taschenrechner kriegt er das nicht hin. Ich glaube, die Batterien sind alle. Hast du das gesehen? Der Taschenrechner will nicht angehen, also muss er es selbst rausfinden. Was ist das Problem? Komm schon, wo sind hier die Batterien? Simka, Nolik, ihr könnt jetzt rauskommen. Ich weiß, dass ihr hier seid. Hi, Tom Thomas. Weißt du etwa nicht, wo die Batterien hingehören? Was ist denn daran so komisch? Na, weil es in diesem Ding doch keine Batterien gibt. Was soll das heißen? Wie kriegt denn der Taschenrechner sein, woher er seinen Strom kriegt? Aha. Da drinnen ist eine Solarbatterie. Die Sonne macht ihn an? Vor langer Zeit haben Wissenschaftler herausgefunden, dass einige Materialien Elektrizität erzeugen, wenn Licht auf sie trifft. Platten, die aus solchen Materialien gemacht werden, nennt man photoelektrische Zellen. Wenn man einige dieser Photozellen miteinander verbindet, kann man eine Solarbatterie bauen. Eine Solarbatterie in einem Taschenrechner befindet sich hinter einem kleinen Fensterchen. Und wenn Licht auf die Solarbatterie trifft, erzeugt sie den Strom, der den Taschenrechner antreibt. Ich sehe hier nirgendwo ein kleines Fenster drauf. Weil du es aus irgendeinem Grund mit einem Aufkleber zugeklebt hast. Der Grund ist, weil es cool ist. Na super. Sieht vielleicht cool aus, aber jetzt geht er nicht. Tschüss, Aufkleber. Ich krieg ihn nicht ab. Dann lass ihn drauf. Du kannst die Aufgaben auch ohne Taschenrechner lösen. Und dann gebe ich dir eine Kopfnuss. Von wegen Kopfnuss. Hast du es vergessen? Wir sind Fixies und wir müssen alles reparieren. Ah, Simka, du bist eine Schummlerin. Das hat nichts mit Schummeln zu tun. Such lieber was, womit wir den Aufkleber abkriegen. Okay, wie wär's damit? Ah!
auf diese Weise dauert das ja ewig. Ja. Ich habe eine Idee. Wir nehmen diese Büroklammer. Und wie jetzt? Wir kleben das Ende einfach an die Klammer und rollen es dann ein. Tidisch! Mit Hilfe von sogenannten Solarbatterien können wir Strom erzeugen, ohne Öl oder Kohle verbrennen zu müssen. Unglücklicherweise sind diese Batterien nicht besonders leistungsstark. Ein Taschenrechner kann aus einer kleinen Batterie genügend Energie bekommen. Um jedoch eine ganze Stadt mit Solarenergie zu versorgen, werden Kraftwerke benötigt, die durch riesige Felder von Solarbatterien angetrieben werden müssen. Es ist am besten, diese Kraftwerke dorthin zu bauen, wo die Sonne hell und lange scheint, nämlich in der Wüste. Übrigens, im Weltall scheint die Sonne sehr hell und wird auch nie von Wolken blockiert. Deswegen beziehen alle Raumfahrzeuge und Satelliten ihre Energie aus Solarbatterien, inklusive der Internationalen Weltraumstation, an der Astronauten aus verschiedenen Ländern zusammenarbeiten. Tantanas! Was, seid ihr schon fertig? Aha. Jetzt kannst du deine Aufgaben mit dem Rechner lösen. Aber ich habe sie schon im Heft gelöst, bevor ihr den Aufkleber abgemacht habt. Hurra! Ich bin der Sieger! Au, das ist total unfair. Ohne den Aufkleber hättest du verloren. Was ist denn los? Ach, nichts. Vergiss es. Nichts, sagst du? Gut gemacht, Tom Thomas. Alles ist richtig. Jetzt funktioniert's. Guckt, ein Bild von unserem Nolik. Wo denn? Wo denn? Genau hier, auf dem Taschenrechner. Oh, ich hab's. Null heißt nullig. Der ist gut. Die Lupe. Fall Nummer 1. Beginnen wir. Oh ja, hier sehe ich ein Beweisstück. Die Fingerabdrücke des Verbrechers. Damit wird er nicht durchkommen. Warum denkst du, sieht sie uns einfach an, statt uns zu jagen? Oh, vielleicht sieht sie uns nicht und wir sind unsichtbar. Und wieso kann ich dich dann sehen? Simka, Nolik, passt auf. Zerstört die Spuren nicht. Was denn für Spuren? Wessen Spuren sind das? Shh, ich muss ein Verbrechen aufklären. Ein Verbrechen? Was für eins? Jemand stahl den Flügel dieses Flugzeuges. Aber ich bin ihm auf der Spur. Seht euch den Fingerabdruck an. Ich sehe ihn. Ja, und? Jeder Fingerabdruck ist einzigartig. Also, wenn man Fingerabdrücke findet, hat man eine gute Chance, den zu finden, der sie gemacht hat. Cool. Man weiß schon lange, dass jeder Mensch seinen eigenen einzigartigen Fingerabdruck hat. Es ist wahr. Jeder Fingerabdruck ist anders und das hilft der Polizei, Verbrecher zu fangen. Zuerst finden sie die Fingerabdrücke am Tatort. Dann vergleicht die Polizei sie mit den Fingerabdrücken von jemandem, der das Verbrechen begangen haben könnte. Stimmen sie überein, so haben sie den Täter gefunden. Diese Methode nennt man Daktyloskopie. Abgesehen vom Ausmachen von Verbrechern können Fingerabdrücke auch genutzt werden, um Schlüssel zu ersetzen. Drückt man mit dem Finger auf ein spezielles elektronisches Schloss, erkennt es den Fingerabdruck und sagt, treten Sie ein. Übrigens, anders als Menschen hinterlassen wir Fixies keine Fingerabdrücke. Deswegen kann uns nicht mal die Polizei finden. Nun lassen wir einen Hund nach dem Verbrecher schnüffeln. Kaubacke, schnüffle, finde die Spur. Los! Hey, was ist los? Kaubacke ist kaputt. Dann reparieren wir sie ganz fix. Wie? Sie ist doch kein Staubsauger. Sie ist ein lebendiger Hund. Fixies reparieren alles. Stimmt nicht. Fast alles. Das Erste, was wir tun müssen, ist eine Inspektion. Mal sehen. Ihre Augen sehen sehr gesund aus. Gut, der Schwanz ist noch dran. Ohren sauber? Ja. Die Zunge rosarot. Tom Thomas, stell sie auf alle vier Füße. Nein, Pfoten meine ich. Aha. Komm schon. Na lauf. Jetzt verstehe ich. Hier ist etwas nicht in Ordnung. Es ist ihre rechte Pfote. Aber ich sehe nicht, was fehlt.
Ich frage mich, ob vielleicht etwas im Inneren gebrochen ist. Wartet. Vielleicht steckt irgendwo etwas Kleines in ihrer Pfote fest. Tom Thomas, hol deine Lupe. Hier. Um ein kleines Objekt zu untersuchen, braucht man eine Lupe. Eine Lupe ist ein besonderes Glas, das in der Mitte dicker ist als an den Seiten. Es biegt das Licht, das durchfließt. Wenn man diese Linse vor die Augen und dann vor etwas Kleines hält, sieht es so aus, als ob es größer geworden ist. Setzt man zwei Linsen in einen Rahmen, hat man eine Brille. Und wenn man einen Griff an die Linse baut, hat man eine Lupe. Da ist was. Ein Splitter. Das ist Glas, glaube ich. Sieht so aus. Ah, du hast recht. Gestern brannte eine Glühbirne im Flur durch. Ich nehme an, dass nicht jeder Splitter weggefegt wurde. Kaubacke, wie geht's? Jetzt geht's dir besser. Anscheinend haben wir sie repariert. Tschüss! Sie ist repariert und läuft wieder. Oh, vielleicht hätten wir das nicht tun sollen. Undankbarer Hund. Simka, Nolik, da ist er. Der verlorene Flügel. Ja, das ist toll. Aber du musst noch herausfinden, wer ihn unter dem Bett versteckt hat. Ja, du musst noch die Fingerabdrücke abgleichen. Die Fingerabdrücke auf dem Flügel sind die gleichen wie die auf dem Flugzeug. Aber wem gehören sie? Hast du deine eigenen angesehen? Die Fingerabdrücke sind alle meine. Also nehme ich an, es war meine eigene Schuld. Ich hatte ihn nur irgendwie verloren. Also stellt sich heraus, dass du der Verbrecher warst? Hurra! Das Verbrechen ist aufgedeckt. Und du, Tom Thomas, bist der Verbrecher. Die Waage. Kaubacke, jetzt reicht's echt. Und was, wenn es was Wichtiges ist? Komm schon, sie ist nur ein Hund. Man sagt, dass Katzen und Hunde einen sechsten Sinn haben, den wir nicht haben. Was ist das? Sie fühlen alle Dinge, die wir Menschen nicht fühlen. Ich lass sie lieber rein. Mama und ich kommen zum Abendessen zurück. Bitte denk dran, Kaubacke zu füttern. In Liebe, Papa. Oh, wie konnte ich das nur vergessen? Unglaublich. Jetzt glaubst du aber an den sechsten Sinn, oder? Aha. Aber es sieht eher so aus, als hätte Kaubacke einfach Hunger. Wie viel Futter soll ich ihr geben? Guck, das steht auf der Verpackung. Pro Kilogramm des Hundegewichtes eine Tasse Futter bei jeder Fütterung. Aha, alles klar. Wie viele Tassen wiegt Kaubacke? Ups, ich meine, wie viel Kilogramm? Weiß ich nicht. Was sollen wir dann tun? Was meinst du? Wir wiegen Kaubacke. Das werden wir tun. Womit? Mit einer Waage. Da ist an dem Büro deines Vaters. Du hast recht. Los. Ich frage mich, ob es deine Mama nicht stört, dass dein Papa sein eigenes Büro hat und sie nicht. Mama sagt, sie hat ein Büro. In der Küche. Hey, seht, da ist die Waage. Wusstest du eigentlich, dass Menschen schon seit über 7000 Jahren Waagen haben? Wenn wir wissen wollen, wie viel etwas wiegt, müssen wir es mit etwas vergleichen, dessen Gewicht wir bereits kennen. Angenommen, man will eine Wassermelone wiegen. Man legt sie in die Waagschale und die Waage kippt zur Seite. Also muss man Gewichte auf die andere Seite legen, bis sich die Seiten ausgleichen. Nun, das ist zu schwer, aber das passt genau. Da das Gewicht 10 Kilogramm wiegt, wissen wir, dass die Melone 10 Kilogramm schwer ist. Und so einfach funktioniert eine Waage. Na dann mal los. Kaubacke. Als ob sie jetzt zu dir gerannt kommt. Natürlich bleibt sie bei der Futtertüte. Ich weiß, was ich mache. Hier.
halte den Leckerbissen, während ich sie wiege. Es scheint vielleicht klein, aber es ist super schwer. Halte durch. Bitte beeil dich. Komm schon, beeil dich. Fertig. Sie wiegt 2 Kilogramm. Okay, jetzt füttern wir Kaubacke. Kaubacke wiegt 2 Kilogramm, also nehme ich genau 2 Tassen. Meint ihr etwa, ihr könnt eure Haustiere mit allem füttern, was ihr wollt? Oh nein! Damit sie gesund sind, brauchen Haustiere wie Menschen eine ausgewogene Ernährung. Heute gibt es besonderes Tierfutter für Vögel, Fische, Hunde, Katzen und alle möglichen anderen Tiere. In diesem Futter ist alles, was eure Tiere brauchen, um gesund zu bleiben. Wie Fleisch, Fisch, Früchte, Samen, Gemüse und Vitamine. Dieses Futter gibt Tieren eine ausgewogene Ernährung. Man muss es nicht kochen. Sie können gleich losfressen. Schüttet es einfach in den Napf und euer Hund ist glücklich. Oder eure Katze und euer Vogel und auch eure Fische. Passt nur auf, dass ihr nichts verwechselt. Was gut für einen Fisch ist, ist nicht gut für einen Hund. Jedes Tier braucht sein eigenes spezielles Futter. Stopp! Was ist los? Was los ist? Du musst ein Stück wegnehmen. Sie hat schon eins gegessen. Okay. Also, dieser 6. Sinn. Ihr glaubt noch daran, oder? Warum bringst du mir das? Oh, Mama ruft an. Unglaublich. Woher wusste Kaubacke das? Ich wusste, dass Kaubacke es hat. Hallo? Das war der 6. Sinn, nicht wahr? Das Handy. Hey, Nolik. Komm raus zum Spielen. Er darf nicht raus. Hat Hausarrest. Kannst du mir sagen, wofür? Ich habe einen Packomat genommen und vergessen zu fragen. Wie lange musst du da sitzen? Bis Marcia und Papus nach Hause kommen von ihrer Geschäftsreise. Was sagt er da? Geschäft. Geschäftsreise. Sie sind genau in diesem Augenblick im Handy deines Vaters. Sie waren mit Reparaturen beschäftigt, als er aus dem Haus ging. Wisst ihr eigentlich, weshalb Handys auch Mobiltelefone genannt werden? Handys sind durch die Hilfe von speziellen Funkstationen, die auf Turm- und Gebäudedächern gebaut werden, mit anderen Handys verbunden. Jede dieser Stationen sendet Signale an ihren eigenen Bereich. Dieser Bereich wird Zelle genannt. Ein Mobiltelefon funktioniert überall dort, wo eine nahegelegene Station ist, mit der es sich verbinden kann. Ihr könnt also so viel sprechen, wie ihr wollt, vorausgesetzt, dass sich eine Station im Umkreis befindet. Ihr könnt sogar von einer Zelle zur nächsten gehen. Und ohne dass ihr es merkt, schaltet euer Handy von einer Station zur nächsten um. Das Gespräch kann also fortgesetzt werden, sogar wenn ihr einem Bus nachlauft oder in ihm sitzt. Tom Thomas, hallo. Na also, mein Papa ist wieder zurück. Hi, Papa, wie geht's dir? Es ist kaum zu fassen. Es sieht aus, als hätte ich mein Handy verloren. Was meinst du hast es verloren? Wo? Ich habe keine Ahnung. Ja, wie jetzt? Soll ich hier dran jetzt für immer sitzen? Du? Unsere Eltern sind weg. Das Wackeln hat jetzt aufgehört. Wir sind wahrscheinlich schon zu Hause. Wo sind wir denn? Wie kommen wir je nach Hause zu den Kindern? Wo ist meine Marcia? Nicht weinen. Es wird alles gut. Keine Sorge. Ich hab ein Handy. Wir rufen sie an.
Sie können eh nicht rangehen. Und wenn Sie uns doch antworten? Ruf mal an, Tom Thomas. Ich... Denk nicht mal dran. Wir dürfen nicht mit Menschen sprechen. Wir werden ja nichts sagen. Wir werden bloß zuhören. Wir müssen die Kontakte verbinden. Es bringt nichts. Oh, Sie sind rangegangen. Lass mich mal ran. Papus, Marcia, ich bin's, Simka. Simka? Ja, Marcia, wo seid ihr? Wir sind im Handy. Ums Telefon geht's überhaupt nicht. Oh, irgendwie riecht's hier stark nach Benzin. Frag deinen Vater, ob er irgendwo in der Nähe von Benzin war. Papa! Papa, warst du heute irgendwo, wo es vielleicht nach Benzin riecht? Benzin? Ich war heute bei einer Tankstelle. Das ist der Ort, wo dein Handy verschwunden ist. Bist du sicher? Ja. Naja, es ist... Intuition. Intuition. Intuition? Hm? Weißt du was? Ich schau besser mal nach. Tidisch! Kommt und hört unseren Fixi-Klingelton! Es ist einfach unglaublich. Siehst du, ich hab's gefunden. Sohnemann, du bist ein wirklicher Hellseher. Ich hab's nicht gemerkt, als es mir an der Tankstelle aus der Tasche fiel. Meine Kinder! Meine Marcia! Papus! Ach, meine Süßen! Ach ja, mal ganz nebenbei. Wüsstest du, wo die schöne Armbanduhr sein könnte, die ich verloren habe? Nein. Keine Sorge, ich habe Zeit. Nutze einfach deine Intuition, mein Sohn. Der Alarm. Hey ihr, da bin ich. Juhu! Moment, wo ist mein Schokohase? Er stand doch genau hier. Hier ist er doch. Nicht der, ein anderer. Ich hatte zwei Hasen. Die habe ich geschenkt bekommen. Du hattest zwei Hasen? Bist du dir sicher? Na klar. Denkst du etwa, dass ich nicht bis zwei zählen kann? Hm, dann wurde einer geklaut. Es sei denn... Du hast ihn selbst gegessen. Ich? Und wieso erinnere ich mich nicht daran? Vielleicht bist du ein Schlafwandler. Was ist ein Schlafwandler? Jemand, der nachts von seinem Bett aufsteht, ohne aufzuwachen. Er schreitet durchs Zimmer, isst einen seiner Schokohasen und kann sich am Morgen an nichts erinnern. Aber heute Morgen war der Hase noch da. Ja? Hm. Wie wär's mit deiner Mutter? Hat sie ihn genommen? Sie mag es ja nicht, wenn du zu viel Süßes isst. Da hast du recht. Sie sagt, Süßes ruiniert meine Zähne. Na also. Um deine Zähne zu retten, schlich sie leise in dein Zimmer, schnappte sich einen Hasen und aß ihn. Aber Mama hat sie mir doch selbst geschenkt. Also warum sollte sie ihn dann nehmen? Ja? Na dann weiß ich auch nicht. Ich weiß es. Ich glaube, es war Kaubacke. Das ist doch Unsinn. Sie hat eine Schokoallergie. Als nächstes sagt er, es wären die Fische gewesen. Wer weiß. Ich behalte diese Fische schon eine Weile im Auge. Sie wirken verdächtig. Ganz sicher. Sie haben den Hasen geklaut. Aha. Und dann versteckten sie ihn im Aquarium. Oh, Nolik, das ist lustig. Weißt du was, Tom Thomas? Du musst den anderen Schokohasen unbedingt beschützen. Das stimmt. Er muss sofort gegessen werden, bevor er verschwindet. Warte doch damit. Du musst ihn nicht essen. Wir denken uns was aus. Na klar, wir brauchen eine Alarmanlage.
Eine was? Alarmanlagen wurden erfunden, um Häuser, Autos und andere Wertgegenstände zu schützen. Der einfachste Alarm ist eine Sirene oder Glühbirne, die durch ein Kabel mit einer Tür oder einem Fenster verbunden ist. Wenn jemand versucht, eine Tür zu öffnen, die eine Alarmanlage hat, wird der Alarm ausgelöst. Die Sirenen heulen und das Licht flackert. Man kann sie auch so einstellen, dass sie die Polizei rufen, wenn sie losgehen. Super! Aber woher nehmen wir jetzt eine Alarmanlage? Du hast doch einen elektronischen Baukasten, weißt du noch? Du hast recht. Dann bring ihn doch mal her. Nolik, hilf mir! Ist der Siegesruf der Fixies. Wenn eine Aufgabe gelöst ist und wir Fixies stolz auf unsere Arbeit sind, dann rufen wir Tidisch. Und wir halten Daumen, Zeige und Mittelfinger hoch. Wollt ihr wissen, was das heißt? Es ist ganz leicht. Fixies lieben es, Aufgaben zu lösen und kaputte Dinge zu reparieren. Und was muss man tun, um ein Problem zu lösen? Zuerst muss man herausfinden, was kaputt ist. Zweitens, verstehen, warum es kaputt ist. Und drittens, reparieren, was kaputt ist, damit es wieder funktioniert. Also zählen wir bis drei. Eins, finden. Zwei, verstehen. Drei, reparieren. Tidisch! Es ist wahrlich ein tolles Wort und es klingt lustig. Ja, wir Fixies mögen es wirklich sehr. Also, Tom Thomas, schalte den Alarm ein. Sicher, dass es echt klappen wird? Ganz sicher. Ohne Zweifel. Stehen geblieben! Kaubacke? Wozu brauchst du meinen Hasen? Der Reißverschluss. Hey, Nolik, guck mal. Warum schläft Tom Thomas in seiner Jacke? Vielleicht war das eine Hausaufgabe für die Schule. Aha, Sporthausaufgaben. Guten Morgen. Guten Morgen. Hi. Du siehst gut aus. Die habe ich gestern bekommen. Ist die Jacke nicht cool? Ja und? Hast du darin geschlafen? Gestern habe ich sie anprobiert und wollte sie nicht mehr ausziehen und ich bin mit ihr eingeschlafen. Ja, mit dir wird es wirklich nie langweilig. Oh, ich glaube, der Reißverschluss klemmt. Na und? Du kannst die Jacke doch anlassen. Du musst doch eh in die Schule, stimmt's? Mit der Jacke kann ich mich doch nicht in die Klasse setzen. Wieso ist der Reißverschluss kaputt? Keine Sorge, er ist nicht kaputt. Noch nicht. Hier ist ein Reißverschluss. Er besteht aus zwei Reihen kleiner Zähne, die durch einen Schieber laufen. Der Schieber hat oben zwei Löcher und nur ein Loch unten. Ziehen wir den Schieber des Reißverschlusses hoch, verhaken sich die Zähne und aus den zwei Zahnreihen wird dann eine. Und ritsch, der Reißverschluss ist zu. Um ihn zu öffnen, muss man den Schieber nur in die entgegengesetzte Richtung schieben. Dann enthaken sich die Zähne wieder. Aber bei mir stecken sie fest. Und was jetzt? Was macht man denn am Morgen? Na, Frühsport. Mach das auch. Währenddessen überlege ich mir was. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Und was ist denn mit mir? Ach, mach du
auch Frühsport? 1, 2, 3 und 4. Und 1, 2, 3 und 4. Simka, komm schon, denk dir was aus. Ich schwitze schon. Gleich, okay? Geh und wasch dich so lange. Kann ich dir beim Nachdenken helfen? Das glaube ich kaum. Du gehst dich besser auch waschen. Wie läuft's bei dir, Tom Thomas? Hat sie sich schon was überlegt? Was? Hat sie sich schon was überlegt? Ah, klar. Nein, ihr ist bisher noch nichts eingefallen. Es ist so heiß. Stell dir einfach vor, du wärst ein Polarforscher. Sie tragen immer ihren Anorak. Und weißt du was? Ich bin der Pinguin. Hey, wohin gehst du? Ich halte es nicht mehr aus. Okay, bleib genau da sitzen. Ich suche jetzt das Problem. Siehst du, das Polarforscherspiel ist lustig, oder? Das ist es nicht. Es ist Simka. Es kitzelt so sehr. Halt doch still! Wenn du aufhörst, mich zu kitzeln. Aha, deswegen steckt der Schieber also fest. Es steckt nur ein kleines Stück Faden im Reißverschluss. Zieh den Schieber hoch! Mach den Reißverschluss auf. Oh, tausend Dank. Das war's. Ein Faden. Darin lag das Problem. Ist das dein Ernst? So viel Schweiß wegen eines kleinen Fadens? In der Welt der Technologie ist jedes Detail wichtig. Ich weiß noch, als Wissenschaftler vor etwa 60 Jahren die ersten Computer bauten. Die Maschine war riesig. Sie füllte mehrere Räume aus und hatte über 1 Million Teile. Es war ein technologisches Wunder. Aber eines Tages machte das technologische Wunder Boom und stürzte ab. Niemand wusste warum. Der Computer funktionierte einfach nicht mehr. Es war nichts zu machen. Es trieb die Wissenschaftler in den Wahnsinn. Sie konnten das Problem nicht finden. Es stellte sich heraus, dass ein kleiner Schmetterling in das Innere des Computers geflogen und zwischen 2 Kontakten stecken geblieben war. Ja, es stimmt. Diese riesige Maschine funktionierte nicht mehr wegen eines kleinen Schmetterlings. So ist das. Seht ihr, der Teufel steckt wirklich im Detail. Tom Thomas, Frühstück ist fertig. Warum trägst du die Jacke? Ich habe Polarforscher gespielt. Simka, warum hast du so lange gebraucht zum Nachdenken? Ach na ja, ich fand es nur lustig, Tom Thomas zu sehen, wie er Frühsport macht und sich in dieser dicken Jacke die Zähne putzt. Das war Absicht? Nun ja, ein bisschen Spaß muss sein. Die Thermoskanne. Wohin soll ich es tun? Was denn, Tom Thomas? Oh, ihr seid's. Mein Eis. Machst du Witze? Ist es? Geht nicht. Tom Thomas, ist alles okay? Alles gut. Es ist nur ein Geschenk für meine Mama. Heute ist Muttertag. Also musst du es ihr schenken? Kann ich nicht. Papa und ich werden ihr zusammen gratulieren. Was wird dein Papa ihr schenken? Ich weiß nicht. Aber bis er zurück nach Hause kommt, wird das Eis geschmolzen sein. Dann leg's doch ins Eisfach. Aber was, wenn Mama reinschaut und es findet? Das ruiniert die Überraschung. Wo wird sie es nicht finden? Ich kann dir sagen, wo. Im Büro deines Vaters. Ich weiß nicht, wo ich es hier verstecken soll. Hier gibt es kein Eisfach. Warum wirfst du nicht einen Blick in die Schachtel? Eine Thermoskanne? Und was bringt mir das? Die braucht man, um Dinge warm zu halten. Das Eis wird darin schmelzen. Wird es nicht? Eine Thermoskanne ist eine Flasche, die in einer anderen steckt. Zwischen den Flaschen ist ein leerer Raum und darin besteht das Geheimnis. Dieser Raum lässt keine Wärme rein oder raus. Ist heißer Tee darin, lässt der leere Raum die Hitze des Tees nicht nach außen. Und wenn Eis in der Thermoskanne ist, kommt die Wärme von draußen nicht hinein.
Und so hält eine Thermoskanne Heißes heiß und Kaltes kalt. Gut so. Ich gehe jetzt spielen. Der hat sich gar nicht bedankt, oder, Nolik? Wo bist du, Nolik? Ich bin hier. Wo? In der Kanne. Was machst du da drin? Ich wollte das Vakuum sehen, von dem du erzählt hast. Bitte fass da bloß nichts an. Und denk nicht mal dran, an der Folie zu lecken. Das Eis ist so kalt, deine Zunge wird dran kleben bleiben. Sie klebt schon dran. Was sagst du da? Sie klebt schon dran. Sie klebt schon fest? Aha. Versuch loszukommen. Und, klappt es? Und was, wenn du die Folie anhauchst? Halt durch, Nolik. Ich hole Tom Thomas. Winter ist eine tolle Zeit im Jahr. Ferien, Geschenke, Schneebälle, Schlittschuhe, Schlitten. Aber Kälte ist auch eine ernste Sache, die man nicht unterschätzen sollte. Am wichtigsten ist es, sich warm anzuziehen. Bedeck den Kopf mit einer Mütze und den Hals mit einem Schal. Dann ist die Chance kleiner, dass ihr Schnupfen oder Halsweh bekommt. Und damit eure Hände keine roten Flecken bekommen, tragt immer Handschuhe. Und lauft niemals mit nassen Schuhen durch den Winter, sonst werdet ihr ganz sicher krank. Eines möchte ich noch sagen. Es ist schön, Spaß zu haben in der Kälte, aber nutzt euren Verstand. Esst keinen Schnee und leckt nicht an Metallzäunen oder Türklinken. Eure Zunge könnte so stark am Metall kleben, dass es am Ende schwer wird, sie zu lösen. Ich wünsche euch allen einen zauberhaften Winter. Tom Thomas, Noliks Zunge steckt fest. Wo? In der Thermoskanne. Schnell, ich erkläre alles später. Papa, du bist schon da? Mhm. Papa, warum nimmst du mein Geschenk? Was meinst du, dein Geschenk? Ich meine das hier. Seit wann soll das denn deins sein? Hey Jungs, was ist denn hier los? Oh, nichts Besonderes. Ich habe eine Überraschung für dich. Ich wünsche dir einen fröhlichen Muttertag. Eine Thermoskanne? Wie wundervoll. Du bist lieb. Hm. Ist da etwas drinnen? Eigentlich nicht. Vanilleeis. Meine Lieblingssorte. Wie ist es da reingekommen? Ach, danke, meine Süßen. Nolik, du hast mich so erschreckt. Gott sei Dank hattest du die gute Idee, zur Schraube zu werden. Aha. Tut die Zunge weh? Aha. Kannst du wenigstens sprechen? Das kann ich. Oh, sehr gut. Wir sollten uns beeilen. Wir müssen unserer Mutter noch einen frohen Muttertag wünschen. Das solltet ihr auch. Der Kompass. Ein Klabautermann. Simka, Nolik, was macht ihr denn hier? Wir sind nicht Simka und Nolik. Wir sind furchteinflößende Piraten. Ja, Piraten. Und heute hissen wir die Segel. Bist du dabei? Ja, bin an Bord. Hurra! Du meinst, nein, kein Hurra? Ach, ja. Erst musst du einen Test bestehen. Geh und finde etwas Besonderes. Etwas, das ein Matrose nie vergessen darf. Niemals. Kann ich machen? Aber wie? Mit einer Karte. Und die ist da. Ha, ich habe noch niemals so eine Mini-Karte gesehen. Was soll das heißen, Mini? An der haben wir eine halbe Stunde gesessen. Von da, wo du gerade stehst. Aha, von hier meint ihr. Er hat richtig geraten. Gehe erst in Richtung Norden, bis du dann schließlich... Wartet mal. Aber wo ist denn Norden? Natürlich an den Ort, wo es den Nordpol, Eis und Polarbären gibt. Aber wie weiß ich denn, in welche Richtung ich gehen muss? Mit einem Kompass natürlich.
Ein Kompass ist ein besonderes Gerät, mit dessen Hilfe Matrosen und Piloten wissen, in welche Richtung sie steuern. Egal ob in der Luft oder auf See. Unser Planet ist wie ein großer Magnet, der zwei Pole hat. Den Nordpol und den Südpol. Diese magnetischen Pole helfen der Nadel im Kompass, ihren Weg zu finden. Die Nadel ist magnetisiert. Deshalb zieht es eines ihrer Enden zum magnetischen Nordpol, während das andere Nadelende immer in Richtung Südpol zeigt. Das weiß ich. Hier gibt es aber keinen Kompass. Dann basteln wir einen, und zwar selbst. Woraus denn? Wir nehmen eine Nadel. Sie muss nur magnetisiert werden. Und wie soll sie sich dann drehen? In einer Untertasse mit Wasser. Jetzt zeigt ein Ende in Richtung Norden und das andere Richtung Süden. Welches zeigt denn wohin? Obwohl, hier ist das Fenster. Das kann's also nicht sein. Dann ist hier Norden. Gefällt mir wirklich gut, unser kleiner Sprotte hier. Du nennst mich kleiner Sprotte? Na, das ist bloß Piratensprache. Also gut dann. Auf nach Norden. Geh erst nach Norden, bis du's siehst. Ein schlafendes Monster. Komm an! Horizont. Er soll das alleine schaffen. Geh jetzt nach links und laufe 300 Schritte weiter. 300? 300. Ich habe sie selbst gezählt. Aha. Okay. Das heißt, ich gehe 1, 2, 3. Jetzt geradeaus, bis du direkt zum riesigen Baum kommst. Das nennt ihr einen Baum? Wow, fantastisch! Ich glaub's nicht. Es ist ein echter Schiffskompass. Manche nennen ihn auch Marinekompass. Der erste Kompass wurde vor mehr als 1000 Jahren im alten China erfunden. Mit seiner Hilfe konnten die Chinesen die Wüste durchqueren. Und etwa 200 Jahre später tauchte der Kompass in Europa auf. Ob die Europäer selbst auf die Idee für den Kompass kamen oder sie von den Chinesen übernommen haben, ist nicht klar. Eins ist jedoch sicher. Wir Fixies erinnern uns daran, wie die frühen Kompasse gebaut wurden. Die ersten Kompasse waren magnetisierte Nadeln, die sich auf einem Schwebekörper in einer Wasserschüssel befanden. Später wurde die Nadel auf die Spitze eines Stiftes gesetzt, wodurch sie sich frei bewegen konnte. Dies ähnelte schon den heutigen Kompassen. Weil die Nadel eines Kompasses immer nach Norden zeigt, kann ein Seefahrer leicht herausfinden, in welche Richtung er sein Schiff wenden muss. Will er nach Norden segeln, dann folgt er der Nadel gen Norden. Will er nach Süden, dann steuert er in die entgegengesetzte Richtung. Dein Vater hat ihn gestern spät am Abend mit nach Hause gebracht. Du hast geschlafen. Wartet mal. Ich bin gleich wieder da. Was gibt's? Ja, sie liegen auf einer Linie. Natürlich tun sie das. Wie sonst wärst du wohl hierher gekommen? Wir sind fertig mit der Nadel. Ich bring sie zurück. Ja, genau. Schön sicher verpacken. Aber stech dich nicht. Der Kurzschluss. Bist du sicher, dass wir im Büro deines Vaters spielen dürfen? Wir sind nicht zum Spielen hier. Wir sind auf Besichtigung. Es ist wie ein wahres Museum hier. Schau mal, das da zum Beispiel. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Und sieh dir dieses Mysterium an. Sei still, wir sind hier in einem Museum. Aha, du bist mir ein Museumsführer. Du weißt doch gar nichts von all dem. Was meinst du, ich weiß nichts? Ich weiß. Ich möchte was nachprüfen. Diesen Kondensator. Diesen hier? Nicht berühren. Warum nicht? Das ist kein Museum. Weil es gefährlich ist. Du kannst einen elektrischen Schlag kriegen. Aber ihr beide fasst ihn doch auch an. Hab's gesehen. Das geht aber nur, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Momentan ist es angeschaltet. Jahrhundertelang mussten Fixies nur mechanische Geräte reparieren. Aber als elektrische Apparate erfunden wurden, mussten die Fixies lernen, auch diese Geräte zu meistern.
Zu Beginn bekamen Fixies ziemlich oft Schläge. Das war furchtbar schmerzhaft. Mit der Zeit verstanden Fixies, dass Geräte nicht repariert werden konnten, wenn sie eingeschaltet waren. Und dass entblößte Kabel niemals berührt werden dürfen. Außerdem fanden Fixies heraus, dass normales Wasser Elektrizität weiterleitet. Falls ein kaputtes Kabel also in einer Wasserpfütze landen sollte, solltet ihr unbedingt auf Distanz gehen. Sonst könnt ihr einen furchtbaren Schlag bekommen. Fixies wissen sehr gut darüber Bescheid. Und sie wünschen sich innigst, dass Menschen es auch lernen. Schau, das ist ein altes Rundfunkgerät. Dieses Radio hat Papa von Opa bekommen. Es ist über 60 Jahre alt. Dein Opa? Nein, das Radio. Das war ein Scherz. Funktioniert es noch? Probieren wir es mal aus. Ist der Strom ausgeschaltet worden? Vielleicht war es auch ein Kurzschluss. Ich schau mal nach. Oh, ihr habt den Kurzschluss also verursacht. Wir waren nur auf einer kleinen Besichtigung und wir wollten das Radio anmachen. Dann machte es Wumm und das Licht ging plötzlich aus. Es ist in der ganzen Wohnung aus. Wie soll ich denn jetzt meine Pizza aufwärmen? Bald wird sie sich von ganz alleine aufwärmen. Jetzt, da der Kühlschrank nicht mehr funktioniert. Simka, was ist denn das bloß? Ein Kurzschluss, meine ich. Normalerweise bezieht ein Apparat Elektrizität durch zwei Kabel. Ein Bügeleisen zum Beispiel nutzt die Elektrizität, um heiß zu werden. Wenn die Kabel jedoch direkt miteinander in Verbindung gebracht werden, dann kann das dazu führen, dass sich die Kabel erhitzen und dadurch kann anschließend ein Kurzschluss entstehen. Kurzschlüsse treten auf, wenn die Umkleidung der Kabel abgenutzt ist oder wenn ein Gerät in seinem Innern kaputt ist. Als du also das kaputte Radio einschalten wolltest, fingen die Kabel in der Wohnung an zu brennen. Heißt das, dass alle Kabel ausgebrannt sind? Keine Sorge. In unserer Wohnung gibt's einen automatischen Schalter, der den Strom ausschaltet, wenn die Kabel beginnen zu heiß zu werden. Puh. Und muss ich denn jetzt, warten, bis Mama und Papa den Schalter wieder betätigen? Natürlich. Ja, das müsstest du. Doch, du hast uns. Ja. Und wir haben Papus und Masja. Ich sage ihnen, was los ist. Und ihr zwei macht das Radio aus. Kriegen wir keinen Elektroschlag? Was meinst du damit, Elektroschlag? Wegen dir ist der Strom doch ausgeschaltet. Bist du bereit? Zieht ihn hoch! Hurra! Kidisch! Thomas, was stellen wir jetzt an? Machen wir die Besichtigung weiter. Hey, ich mach mit. Ich komme. Moment, ich dachte, du reparierst mit Papus und Masja den Fernseher. Sie baten mich darum, bei euch zu bleiben und ein bisschen auf Besichtigung zu gehen. Dadurch werden sie weniger zu reparieren haben. Der Staubsauger. Warum muss man Spielzeug aufräumen? Man holt es sich später eh wieder raus. Du sagst es. Tom Thomas, wenn du fertig bist mit Aufräumen, komm zum Mittag. Okay, ich komme sofort. Nolik, wartest du auf mich? Aha. Das nennt er Aufräumen. Oh oh. Na dann, bon appetit!
Danke. Pass auf, dass du mich nicht verschlingst. Fixies esse ich nicht. Das ist nur Mama. Sie saugt Staub. Es ist komisch. Wie kann ein Staubsauger so viel Staub in sich einsaugen? Und es kommt nichts zurück raus. Ach komm schon, das ist leicht. Das lernt man bei uns schon in der dritten Klasse in der Fixie-Schule. Ein Staubsauger ist eigentlich nichts anderes als ein Ventilator mit einem Netz. Der Ventilator dreht sich rückwärts und saugt somit Staub und Dreck ein. Hält man ein Netz vor den Ventilator, fängt es alles auf, was in der Luft ist, und es lässt die Luft hindurchziehen. Dann braucht man nur noch ein Rohr und schon hat man einen Staubsauger. Aber statt eines Netzes haben Staubsauger Beutel, die Staub und Dreck auffangen. So einfach ist das. Eine Frage, Simka. Nolik, könnte er aufgesaugt werden? Oh nein! Ist er noch im Zimmer? Tom Thomas, was ist los? Mama, ich kann dich hier wegsaugen, du. Ich meine für dich. Alles klar, dann mache ich den Abwasch. Nolik! 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 Wir sollten besser sofort Hilfe holen. Marcia! Marcia! Nolik wurde von einem Staubsauger eingesaugt. Das ist unmöglich. Er passt hier nicht rein. Nein, nicht von diesem Staubsauger. Von dem Großen, dem der Menschen. Wie furchtbar. Nolik, mein Nolik. Er könnte da drin ersticken. Komm mit, schnell. Dieser Dreck ist schrecklich. Und es ist auch schrecklich ungesund für dich. Staub ist ein klitzekleiner Feind. Er ist so klein und unauffällig. Aber wenn Staub in Maschinen oder Geräte kommt, kann das eine Katastrophe bedeuten. Es kann Zahnräder ins Stocken bringen. Durch ihn können Geräte überhitzen. Legt sich Staub auf elektrische Kontakte, so kann es einen Kurzschluss geben. Und dadurch könnte sogar ein Feuer entstehen. Deswegen müssen wir Fixies ständig das Innere von Geräten vom Staub befreien. Obwohl viele von uns eine Stauballergie haben. Wenn die Menschen nur öfter Staub wischen würden, dann wäre das... Wenigstens könnten die Leute öfter Staub wischen. Das würde unsere Arbeit sehr erleichtern. Und ihre Geräte würden viel länger halten. Und? Habt ihr ihn gefunden? Nein. Es ist alles meine Schuld. Mama wollte, dass ich aufräume und ich habe es einfach nicht ordentlich gemacht. Jetzt wurde Nolik wegen mir eingesaugt. Nolik! Nolik! Na, was sagst du jetzt, Tom Thomas? Was denn? Ich habe mich doch entschuldigt. Und ich verspreche, mein Spielzeug aufzuräumen. Und warum musst du niesen? Ich leiste euch Gesellschaft, damit ihr euch besser fühlt. Der Trickfilm. Ja? Genau so. Ja? Tom Thomas, immer noch nicht fertig? Ja, zeig uns die Überraschung und hör auf zu zeichnen. Aber das ist die Überraschung. Macht es euch gemütlich. Aufgepasst, fertig und Action. Cooler Stoß, echt. Du solltest ihm eine riesige Beule malen. Was du gezeichnet hast, sieht wie ein Trickfilm aus. Diese Zeichnung ist wirklich ein echter Trickfilm. Ach, wirklich? Echt?
Echte Trickfilme gibt es doch nur im Fernsehen. Aber sie werden ganz genau so gemacht. Eine Animation wird aus vielen Bildern gemacht, die man Frames nennt. Jedes Frame zeichnet man ein kleines bisschen anders als das vorherige Frame. Hier ein Beispiel. Eine Figur kann ihren Arm heben, immer ein Stückchen höher. Und dann, wenn die Frames sehr schnell aufeinander folgen, sieht es so aus, als ob sich die Figur wirklich bewegt. Und so werden Trickfilme gemacht. Und wisst ihr was? Um eine Trickfilmminute zu machen, muss man tatsächlich über 1000 Frames zeichnen. Oh, wow. Dafür habe ich nicht die Geduld. Ist nicht schlimm, dass dein Trickfilm kurz ist. Vor allem, weil er lustig ist. Ja, das ist so lustig. Tom Thomas, wer ist der komische Typ, den du hier gemalt hast? Du machst Witze, Nolik. Erkennst du dich etwa nicht? Was? Das soll ich auf dem Papier sein? Hast du schon vergessen, was heute Morgen passiert ist? Zucker, hab dich! Du fängst mich nie! Ich bin zu schnell für dich! Autsch! Eieieiei! Ha, das hast du jetzt echt verdient! Oh, Simka, das hättest du ihm nicht erzählen müssen! Wahre Schwestern behandeln ihre Brüder nicht so! Autsch! Und dein Trickfilm ist überhaupt nicht lustig! Nolik, geh nicht! Das ist okay. Er muss nur etwas schmollen gehen. Während er weg ist, möchte ich dir was zeigen. Kannst du einen Trickfilm im Fernsehen anmachen? Kein Problem. Was soll ich tun? Schauen wir ihn nochmal. Aber diesmal zeige ich dir ein Frame nach dem anderen. Hier, sieh mal. Das ist ein Frame. Und hier ist noch eins. Und noch eins. Ist das nicht cool? Aha, so cool. Und in normaler Geschwindigkeit sieht man 25 Frames pro Sekunde. Was soll ich tun? Es ist echt magisch. Simka, weißt du was? Nolik tut mir wirklich leid. Ja, es war nicht gerade nett. Trickfilme kann man auf verschiedene Arten machen. Zeichentrickfilme werden natürlich mit der Hand gezeichnet. Und Stop-Motion wird so gemacht. Die Animatoren positionieren eine Puppe und fotografieren sie. Dann bewegen sie die Puppe ein bisschen und machen noch ein Foto. Und das machen sie wieder und wieder und wieder. Bis es genug Frames gibt, sodass die Figuren aussehen, als bewegten sie sich sehr geschmeidig auf dem Bildschirm. Eine weitere beliebte Animationstechnik ist Knetanimation. In diesen Filmen wird alles aus Knetmasse gebaut und umgebaut. Aber heute werden die meisten Trickfilme am Computer gemacht. Zuerst wird das Modell einer Figur erstellt, eine Art digitale Puppe. Nachdem die Modelle gebaut sind, werden sie koloriert und animiert, um sich zu bewegen. Diese Art von Animation wird bei den Fixie-Trickfilmen verwendet. Tom Thomas, was machst du? Zeichnest du einen neuen Trickfilm? Nein, ich überarbeite den alten, damit Nolik nicht mehr sauer ist. Gut, zeichne weiter und ich hole ihn. Nolik! Ich bin nicht hier. Nolik, entschuldige. Bitte sei nicht mehr böse. Lass uns einen Trickfilm sehen. Ich habe euren blöden Trickfilm schon gesehen. Was habt ihr gemacht? Mir eine Beule auf den Kopf gesetzt? Aber nein, ich habe alles übermalt. Du wirst es lieben. Ganz sicher? Na gut, dann los. Zeig mir deinen Trickfilm. Aufgepasst und Action. Na bitte, diesen Trickfilm fand ich echt gut. Gut, das war auch mein letztes Papier. Naja, ich fand den ersten Trickfilm lustiger. Tja. Aber dieser ist natürlich viel besser. Ja. Das Sparschwein. Tom Thomas, warum schmeißt du dein Geld weg? Ich schmeiße es nicht weg, ich lagere es. Das ist ein Sparschwein. Oh, noch eine Münze. Ich mag seine Schnauze nicht. Dieses Schwein scheint mir sehr verdächtig. Bist du sicher, dass dein Geld bei ihm sicher ist? Keine Sorge. Was auch immer ich in meine Bank hier werfe, kommt nicht wieder raus. Aus diesem Sparschwein kommt kein Cent. Du geiziges Schweinchen!
Moment. Komm schon, Nolik. Simka muss dir doch erklärt haben, wie Banken funktionieren. Menschen haben Sparschweine erfunden, weil sie nach einem guten Ort suchten, ihre Münzen zu sparen. Um viel Geld zu sparen, nutzen Menschen einen Safe. Ein großer Briefkasten mit einem sehr starken Verschluss. Diese Art, Sparschwein aufzubrechen, ist fast unmöglich. Die größten Tresore sind in Banken. Banken nutzen sie, um das Geld und andere Wertgegenstände ihrer Kunden zu lagern. In Banken gibt es sogar ganze Räume, die Tresore sind. Ihr braucht ziemlich viel Kleingeld, um solche Sparschweinchen zu füllen. Also warum sparst du so viel Geld? Für Rollschuhe. Wie viel musst du noch dafür sparen? Ich weiß nicht. Ich sehe ja nicht, ob genug zusammen ist. Dann mach es doch auf. Aber das geht nicht so leicht. Der einzige Weg ist, es komplett zu zerschlagen. Also zerschlag es. Nee, vergiss es. Wo soll ich denn dann mein Geld lagern? Und was, wenn du schon genug für Rollschuhe hast? Und was, wenn nicht? Alles klar, dann werde ich dein Geld für dich zählen. Tisch! Oh, wow! Tom Thomas, du hast ein Vermögen hier drin! Es gibt viele verschiedene Arten von Geld. Und nicht nur Münzen. Vor langer Zeit bezahlten die Menschen mit Muscheln. Und Eichhörnchenfell. Und sogar mit Federn. Aber natürlich sind Metallmünzen viel praktischer als diese anderen Dinge. Und Papiergeld ist sogar noch praktischer als Münzen. Ein Geldschein kann so viel wert sein wie 100 Münzen. Oder sogar 1000. Das Einzige, was hinzugefügt werden muss, sind ein paar Nullen. Und das war's. Heutzutage können Menschen fast alles ohne Papierscheine oder Münzen bezahlen. Hat man genug Geld in der Bank, kann man in den Laden gehen, dem Verkäufer die Bankkarte geben und den Einkauf mit nach Hause nehmen, ohne mit Geld in Berührung zu kommen. Die Bank weiß, wie viel Geld man ausgegeben hat und sie geben es an den Laden weiter. Es ist so praktisch. Also, zählst du sie? Los geht's! Eine Münze und... Münzen. Warte, Nolik. Wieso eine Münze, zwei Münzen? Was zählst du da? Du musst alle Ziffern auf den Münzen zusammenzählen. Ha, das hättest du gleich sagen können. Ha, das kriege ich ja nie hin. Ja, hatte ich mir schon gedacht. Komm wieder raus. Wenn du die Münzen stapelst, sind sie wie Treppen. Das versuche ich gerade. Warum drehst du das Sparschwein nicht um? Halte durch. Stopp! Ich werde begraben. Stell es wieder hin, wie eben. Das ist schlimmer. Stell das Schwein wieder hin. Nolik, halt durch, bitte. Ich hole einen Faden und stecke ihn durch zu dir. Was? Zerschlag das Sparschwein! Aber ich mag es. Na und? Mich magst du nicht? Natürlich mag ich dich. Na, wen magst du lieber? Du bist doch mein Freund, oder nicht? Natürlich. Dann zerschlag das Sparschwein, ja gut? Okay, Nolik. Ich werde es tun. Nolik, ist alles okay? Mir geht's gut. Puh. Danke, Tom Thomas. Danke, mein Freund. Kein Problem. Wenigstens kannst du jetzt zählen, wie viel Geld du hast. Ach, es gibt keinen Grund dazu. Es reicht niemals für Rollschuhe. Sicher? Wie schade. Aber jetzt hast du ja mehr als genug Geld, um ein Sparschweinchen zu kaufen, das brandneu ist. Das Internet. Nun, vielleicht ist es, Glaub ich nicht. Es ist wahrscheinlich ein, Ihr habt mich gerufen, Kinder? Was ist los? Sieh dir das an. Ich habe noch nie sowas gesehen. Was in aller Welt ist das? Hüpp!
Vielleicht ist es eine Waage? Oder eine Uhr mit Digitalziffern. Wartet kurz. Gibt es eine Gebrauchsanweisung für das Ding? Ich konnte die nirgends finden. Das ist ein Problem. Nun, versuchen wir es rauszufinden. Was versucht ihr da oben rauszufinden? So ein riesiger Eishockey-Puck. Der ist groß genug für ein Monster. Ha, und der Name ist so witzig. T-Rollbot. Warum nennen Sie es nicht gleich Trollbots oder besser Trollbots? Bitte, seid jetzt still. Also was macht dieses Ding, hä? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht finden wir ja was darüber im Internet. Wo? Du hältst dich mal raus. Wir brauchen kein Internet. Wir schaffen das. Na los geht, unterbrecht uns nicht. Gut, was immer du sagst. Komm, Nolik. Wir werden es selber rausfinden. Ja, wie? So, weißt du noch, wie das Ding hieß? Aha, ein Trollbot. Nee, ein Trollbotter. Ja, richtig. Hüpf los! Das ist es nicht. Oh, T-Rollbot. Hast recht. Da ist es. Ein Staubsaugroboter. Heißt das, er saugt Staub ganz von selbst? Es ist ein Roboter. Also ja. Cool. Da ist so viel cooles Zeug in diesem Computer. Nolik, diese Information ist nicht in diesem Computer. Sie ist im Internet. Von eurem Computer aus könnt ihr einen Brief zu einem anderen Computer schicken. Ihr könnt auch ein Lied oder ein Foto herunterladen von einem anderen Computer. Das ist nur möglich, weil die meisten Computer auf der Welt miteinander verbunden sind in einem großen Netzwerk. Und dieses weltweite Netz nennen wir das Internet. Dank des Internets können wir in jeden Winkel der Welt schauen und über alles mögliche Informationen finden. Es ist ein elektronischer Gemüseschneider. Nein, es ist ein Drucker für runde Papierbögen. Ein Rätsel. Großfix, wir wissen jetzt, was man damit macht. Ihr schon wieder? Unterbrecht nie die Erwachsenen. Wartet es ab. Nolik, schalt es ein. Was anschalten? Ihr schaltet hier gar nichts an. Auf die Plätze, fertig, spring. Helft mir! Nein, nein, nein! Haltet durch! Was war das? Es ist ein robotischer Staubsauger. Er läuft automatisch. Und wo habt ihr die Gebrauchsanweisung gefunden? Oh, im Internet. Fragt, was ihr wollt. Es sagt euch alles. Man kann einfach fragen und es sagt es dir? Aha. Wenn ihr wollt, zeigen wir es euch. Wahnsinnig gern. Klar, warum nicht? Hä? Im Internet. Hey, 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 wartet auf mich. Was wiegt ein Elefant? Was wiegt ein Elefant? Ach, wie wäre das schön, wenn ich die Antwort hätte. Er ist 5 Tonnen schwer, er ist 5 Tonnen schwer, er ist 5 Tonnen schwer, sagt das Internet. Er ist 5 Tonnen schwer, er ist 5 Tonnen schwer, er ist 5 Tonnen schwer, sagt das Internet. Nachrichten an dich, Nachrichten an mich. Ach, wie wäre das schön, wenn ich eine Antwort hätte. Wir schreiben Nachrichten, wir schreiben Nachrichten, wir schreiben Nachrichten. Wir schreiben Nachrichten, wir schreiben Nachrichten, wir schreiben Nachrichten über das Internet. Wer wie wo wann was, wer wie wo wann was, ach wie wäre das schön, wenn ich die Antwort hätte. Das Mikrofon. Und was hältst du davon, wenn wir ins Kino gehen? Kino?
hast nicht alles getippt. Da war mehr. Hör besser zu. Und du solltest weniger Worte benutzen. Nolik, hey. Hallo? Worüber streitet ihr euch gerade? Naja, ich habe eine Mail an Johnny geschrieben. Das war ich, nicht du. Ich habe meinen Finger verletzt. Und Nolik hat mir seine Hilfe angeboten. Ich wusste ja nicht, dass du so viel plapperst. Oh. Jetzt verstehe ich. Tom Thomas. Wusstest du nicht, dass du Johnny direkt vom Computer aus anrufen kannst? Echt? Siehst du das Bild mit dem Telefon? Klick nur drauf. Hi. Welchen Film willst du gucken gehen? Hallo, Johnny. Ist mir egal. Aber nicht Piraten oder die Roboter. Hey, Tom Thomas. Warum antwortest du nicht? Ich antworte doch. Hallo? Hallo? Sprich in das Mikrofon. Ich habe aber kein Mikrofon. Hier, bitteschön. Ende der Diskussion. Alles klar. Sprich direkt da hinein. Simka, komm schon. Kopfhörer benutzt man zum Hören. Es war ein Scherz. Das ist kein Scherz. Wir sprechen in Mikrofone und hören durch Kopfhörer. Aber beide Apparate benutzen eine spezielle Membran, um ihren Job auszuführen. Die Membran innerhalb eines Mikrofons fängt Klänge ein, die wiederum als elektrische Signale durch Drähte versendet werden. Und im Kopfhörer ist die Membran dafür zuständig, die elektrischen Signale wieder in Klänge umzuwandeln. Und so kommt es, dass Mikrofone und Kopfhörer auf eine sehr ähnliche Weise gebaut sind, obwohl sie ziemlich unterschiedlich verwendet werden. Also soll ich da direkt reinsprechen? Johnny, hallo da. Jetzt warte doch mal. Erst müssen wir deine Kopfhörer mal in das Loch stecken, wo das Mikrofon reinkommt. Ah, ich kapier's. Na los, jetzt ist es ein Mikrofon. Johnny, ich bin hier. Hörst du mich? Ja, er hört dich. Du kannst aber nichts hören. Nolik, steck jetzt um in das Kopfhörerloch. Roboter habe ich schon gesehen. Ja, ich auch. Nolik! Ich glaube, es gibt niemanden, der ihn nicht gesehen hat. Du hast ihn noch nicht gesehen? Dann lass uns den gucken. Nein, das will ich nicht. Ich finde, dass die Roboter sogar langweiliger ist als die Piraten. Du willst die Piraten sehen? Entscheide dich mal. Willst du jetzt die Piraten gucken oder die Roboter? Ich will keinen von beiden sehen. Nolik, was machst du denn da? Was ich da mache? Naja, weil du und Johnny euch nicht gegenseitig zuhört. Ich hab ne coole Idee. Ihr müsst wie Agenten mit Walkie-Talkies sprechen. Wenn sie fertig sind und bereit für eine Antwort, sagen sie Ende. Super Idee. Wenn wir mit Hilfe des Telefons mit jemandem sprechen, dann gibt es zwei Kanäle für den Ton. Durch den einen sprechen wir und durch den anderen hören wir die andere Person reden. Manchmal müssen Leute aber miteinander sprechen und nur einen Kanal benutzen. Segler und Taxifahrer zum Beispiel nutzen einkanalige Radiogeräte. Wenn ein Radio an ist, kann man die andere Person sprechen hören. Aber sie wird euch nicht hören, außer ihr betätigt eine spezielle Taste. Dann werden sie euch zwar hören, aber ihr sie nicht. Das bedeutet, dass ihr euch abwechseln müsst beim Sprechen, weil wenn alle zur gleichen Zeit sprechen, dann wird niemand irgendetwas verstehen. Um die Leute also wissen zu lassen, dass ihr fertig gesprochen habt und bereit seid zu hören, was sie zu sagen haben, sagt Ende. Johnny, hallo. Lass uns versuchen, wie Agenten auf Walkie-Talkies zu sprechen. Wenn du zu Ende geredet hast, dann sagst du zu mir Ende, Ende. Alles klar. Gehen wir also ins Kino? Ende. Nee, ich habe keinen Bock drauf. Warum gehen wir nicht lieber Fußball spielen? Ende. Klingt gut. Mit wem hast du vorhin gesprochen? Ende. Das kann ich dir nicht sagen. Ist eine Geheimsache. Und wir Agenten müssen diskret sein. Wow, das hat toll funktioniert. Ihr beiden seid die Größten. Ende. Ups. Wir haben unser Bestes gegeben. Ende. Genau. Insbesondere ich. Ich bin auch total am Ende. Der Spiegel. Hi,
Sag mal, warum steht dieser Spiegel schon eine ganze Woche hier im Flur? Mein Papa scheint keine Zeit zu finden, ihn an die Wand zu hängen. Sicher, dass er nicht runterfällt? Bis jetzt ist er es noch nicht. So, Nolik, sehe ich aus wie Spider-Man? Nein, du siehst gar nicht wie er aus. Hiya! Puh, du kannst nicht an Wänden krabbeln wie Spider-Man. Ja, als ob du das könntest. Klar kann ich das. Gib mir nur dein Kaugummi her. Siehst du? Wie im Film. Oh, als ob das so schwer ist. Schau mir bloß zu. Ziemlich cool. Passt gut auf und seht, was der einzige Spider-Fixie der ganzen weiten Welt tun kann. Ich hab dich. Oh, der Spiegel. Vor langer Zeit konnten Menschen ihr Spiegelbild nur sehen, indem sie ins Wasser blickten. Die allerersten Spiegel erschienen vor etwa 5000 Jahren. Sie wurden aus Silber oder aus Bronze gemacht. Der Legende nach hat der griechische Wissenschaftler Archimedes eine feindliche Flotte komplett niedergebrannt mit Hilfe solcher Spiegel. Aber Menschen konnten ihr Spiegelbild erst gut sehen, als sie anfingen, Spiegel aus Glas herzustellen. Und wir nutzen Glasspiegel noch heute. Aber natürlich werden Spiegel nicht nur benutzt, um sich darin anzuschauen. Sie werden auch in Teleskopen verwendet, um das Licht entfernter Sterne zu sammeln. Außerdem nutzen Menschen Spiegel auch in Autoscheinwerfern, damit diese heller scheinen. So viele Dinge kann man mit Spiegeln machen. Scheinbar ist er nicht zerbrochen. Hilf mir, ihn zu heben, damit ich ihn an die Wand lehnen kann. Tom Thomas, ich habe plötzlich kein Spiegelbild mehr. Das ist unmöglich, denn nur Vampire haben kein Spiegelbild oder Geister. Aber man sieht mich nicht. Vielleicht bist du ein Geist geworden. Bitte kein Geist, das will ich nicht. Hey, was ist denn hier los? Steckt die Jungs wieder in Schwierigkeiten? Simka, ich und Tom Thomas haben Spider-Man gespielt und ich habe mich irgendwie in einen Geist verwandelt. Ja, Geist. Ach, Blödsinn, die gibt es gar nicht. Du hast ja plötzlich auch kein Spiegelbild. Simka, du bist ein Geist genau wie ich. Das ist doch albern. Oh, sieh, da bin ich ja plötzlich. Hallo, du. Aber warum kann ich mich hier nicht sehen? Wahrscheinlich deshalb, weil die Rückseite vom Spiegel zerkratzt ist. Tom Thomas, meinst du kannst den Spiegel umdrehen? Wie ich vermutet hatte, ein Teil der speziellen Beschichtung ist hinten abgekratzt. Ein Spiegel ist nicht nur ein Stück einfaches Glas. Durch einfaches Glas kann Licht strömen. Aber ein Spiegel reflektiert Licht. Um aus einem Stück Glas einen Spiegel zu machen, sprühen Menschen eine besondere glänzende Beschichtung auf eine der Seiten, die dann alles reflektiert. Und um diese spezielle Beschichtung zu schützen, wird eine extra Farbschicht darüber gestrichen. Aber selbst mit diesem Schutz müsst ihr vorsichtig mit Spiegeln umgehen. Denn Spiegel können leicht zerkratzen oder sogar zerbrechen. Und denkst du, dass man den Spiegel reparieren kann? Ja, das schaffen wir. Nur gut, dass du deinen Pakomat dabei hast. Ich dachte mir schon, dass wir ihn brauchen können, nachdem du so geschrien hast. Sag bloß, du hast da drin Farbe für einen Spiegel. Im Pakomat ist alles, was du je brauchen wirst. So gut wie neu. Oh, mein Papa kommt. Tom Thomas, was machst du hier? Warum hängt er nicht? Ah, richtig. Ich werde diesen Spiegel bald an die Wand hängen.
Vielleicht heute. Oder morgen. Der Roboter. Habe ich euch schon gesagt, was ich mir unbedingt zum Geburtstag wünsche? Ja, mein Herz. Ungefähr schon 1000 Mal. Den Robotosoid R300 wäre so toll. Mit Megavision. Ich will ihn. Ich will ihn unbedingt. Oh, bitte. Nun, morgen wirst du es wissen. Aber jetzt wird geschlafen, Thomas. Wow, so ein super Geschenk. Und wir haben Thomas gar nichts zum Geburtstag besorgt. Wir sind echt miese Freunde. Also, wie funktioniert der? Aha, probieren wir ihn mal aus. Mal sehen. Zuerst lerne mal laufen. Aber wie kann er denn wissen, wohin der Roboter geht? Ich erklär's dir. Ein Auge des Roboters ist eine Kamera. Der Roboter sendet das Bild zum Schirm der Fernbedienung. So sieht man, wohin der Roboter geht. Ja, und das ist nur eine seiner vielen Fähigkeiten. Roboter sind kluge Maschinen, die schwere und gefährliche Arbeiten für Menschen machen können. Mit ihren starken Metallarmen können sie schwere Objekte bewegen oder Autoteile und andere Maschinen zusammensetzen. Roboter werden von Wissenschaftlern oft ins All oder zum Meeresboden geschickt. Es gibt auch Roboter, die verstehen können, was Menschen sagen. Und solche, die sprechen und Witze machen können. Genau wie Menschen. Ich hab es. Nun drehen wir dich mal herum. Oh! Was ist los? Schau mal. Weißt du? Er hat ihn zerstört. Nowling, stopp! Du hast mit ihm gespielt, oder? Glaubst du, Tom wird's merken? Du hast Zeit bis morgen früh. Ich gehe ins Bett. Ich repariere ihn. Und wenn es die ganze Nacht dauert. Simka, lass uns doch vielleicht... Nein, hier brauchen wir Hilfe. Schnell, verstecken wir uns. Ein Roboter soll R300. Ich glaub's einfach nicht. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Tom Thomas. Tut mir leid, Tom Thomas. Gestern Nacht, weißt du, ich habe erst kaputt. Papa, er funktioniert perfekt. Guck mal. Ich bin so stolz auf dich. Du hast es geschafft. Als ich gestern eingeschlafen bin, da funktionierte er nicht. Ah, er hat sich also von selbst repariert. Du Witzbold. Mama, Papa, vielen Dank. Er ist so toll.
ich's doch, dass ihr den Roboter repariert habt. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Supi! Die Lichterkette. Wir sind fast fertig. Ja! Yeah. Nun kann der Weihnachtsmann ja kommen. Er wird sagen, 1, 2, 3, Lichterzauberei. Und dann gibt's Geschenke. Der echte Weihnachtsmann? Ja, na klar. Existiert der Weihnachtsmann überhaupt? Ihr werdet es sehen. Er kommt zu mir, wie jedes Jahr. Okay, lasst uns das üben. 1, 2, 3, Lichterzauberei. Oh, die Lichterkette ist durchgebrannt. Und wir haben keinen Ersatz. Tom Thomas, der Weihnachtsmann ist gleich da. Ist der Baum fertig? Nein, noch nicht ganz. Oh nein, was sollen wir nur tun? Bin gleich zurück. Tom Thomas, was denkst du? Gibt dir der Weihnachtsmann auch Geschenke, wenn der Baum nicht aufleuchtet? Bestimmt nicht. Ohne die Lichter passt das nicht. Es wäre nicht mehr magisch. Papus, Marcia, der Weihnachtsmann kommt gleich zu Tom Thomas, aber die Lichterkette am Baum ist voll durchgebrannt. Voll durchgebrannt? Wirklich? Die Glühbirnen einer Lichterkette sind miteinander verbunden. Zwischen ihnen ist ein Kabel. Wenn man eine Lichterkette anschaltet, fließt Elektrizität durch das Kabel und erleuchtet jede einzelne Glühbirne. Aber wenn eine der Glühbirnen durchbrennt, wird der Kreislauf unterbrochen und die Elektrizität fließt nicht mehr. Das heißt, nur durch eine kaputte Glühbirne gehen alle Lampen aus. Wenn man also eine Lichterkette reparieren will, ist das ganz einfach. Wechsle die kaputte Glühbirne einfach aus. Haben wir eine extra Glühbirne im Haus? Ich hol sie. Ich weiß, wo sie ist. Tom Thomas, halt den Weihnachtsmann bitte auf. Wir brauchen etwas Zeit, um die durchgebrannte Glühbirne auszuwechseln. Wird gemacht. Tom Thomas, der Weihnachtsmann ist schon hier. Ho, ho, ho. Mama, warte kurz. Na dann, suchen wir mal die kaputte Glühbirne. Okay, Papus, los geht's. Die funktioniert. Vielleicht ist es die hier. Nein. Und diese? Die funktioniert. Dem Weihnachtsmann wird schon ganz heiß hier draußen. Moment! Simka, wie läuft's? Wir haben alle Birnen gecheckt, aber die kaputte war nicht dabei. Also wird dieses Jahr nicht so magisch. Okay, Mama, kommt rein. Ho, ho, ho. Hallo, Tom Thomas. Sag mir doch mal, warst du auch artig dieses Jahr? Warum brennen die Lichter am Baum nicht? Lasst es uns zusammen sagen. 1, 2, 3. Autsch! Papus, da ist noch eine Glühbirne. Da ist ja der Übeltäter. 1, 2, 3. Lichterzauberei! Jetzt müssen wir diese Glühbirne auswechseln. Wo ist Marcia? Zeig dein Licht, oh Baum! Hurra! Puh, das war echt schwer. Aber ihr habt sie ja schon repariert. Wo habt ihr denn die neue Glühbirne her? Papus ist als Glühbirne eingesprungen. Tidisch! Echter Held. Zieh mich hoch, dann wechseln wir die Glühbirne aus. Zur Weihnachtszeit. Zur Weihnachtszeit. Zur Weihnachtszeit. Schlagen Herzen schneller. Wow! Weihnachtsbaum. Ja! Zur Weihnachtszeit. Schöne Schachtel. Leuchten Kerzen. Jedes Jahr von Neuem immer wieder. Jedes Mal von unten fern und weit. Kleines Wunder zu uns nieder. Jedes Jahr zur Weihnachtszeit. 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 Komm zu uns runter. Und irgendwo. Ganz unverhofft. Ganz unverhofft. Zur Weihnachtszeit. Zur Weihnachtszeit. Kleines Wunder. Jedes Jahr von
Papier. Hey, Tom Thomas! Gießt du die Blumen? Nein, Nolik, ich schreibe einen Schulaufsatz. Verstehe ich nicht. Ich muss einen Aufsatz darüber schreiben, wie ich mich um die Natur kümmere. Es soll aber die Wahrheit sein, also schreibe ich das Folgende hin. Gieße meine Blumen. Oh. Kaubacke. Kaubacke. Komm her, Mädchen. Stopp. Hab keine Angst. Warum hebst du sie hoch? Ich will sie etwas streicheln, damit ich schreiben kann, wie gut ich mich um Tiere kümmere. Tom Thomas, ich will die Umwelt auch schützen, okay? Das klingt gut. Und was sollen wir tun? Wir könnten weniger atmen und damit Luft sparen. Du bist ein Genie. Klingt toll. Luft sparen, das machen wir. Und bereit? Hup. Die Menschen greifen in die Natur ein und zerstören mehr und mehr ihre Reichtümer mit jedem neuen Jahr. Sie zapfen Mineralien und Öl an, fällen viele Bäume und verschmutzen Luft und Wasser. All das tun sie, um Essen und vieles andere zu produzieren. Leider brauchen die Menschen nicht einmal all die Dinge, die sie produzieren. Oft kaufen sie etwas und schmeißen es dann weg, obwohl es noch wie neu ist. Und dann gibt es noch all das Essen, das Menschen kaufen und dann einfach wegwerfen. Also, wenn ihr der Natur wirklich helfen wollt, versucht nichts zu kaufen, was ihr nicht wirklich braucht. Und pflegt die Gegenstände gut, die ihr kauft. Und ihr könnt sicher sein, dass wir Fixies alles tun werden, damit eure Sachen so lange wie möglich halten. Und das ganz bestimmt. Das war's. Jetzt kann ich's schreiben. Aha, schreib das. Auch ich tue meine Pflicht und spare Luft. Ich habe 40 Sekunden nicht geatmet. Hast du's? Hörst du das auch? Ich muss es laufen gelassen haben, als ich Wasser für die Blumen geholt habe. Tom Thomas, ich glaube, du solltest auch schreiben, dass du Wasser sparst. Davon gibt es leider nicht genug auf der Erde. Nolik, das ist eine gute Idee. Das schreibe ich. Na ihr? Was macht ihr denn gerade? Wir schreiben darüber, wie Tom Thomas die Umwelt schützt. Das ist ein Aufsatz für die Schule. Aha, ich habe schon geschrieben, wie ich die Blumen gieße, mich um Tiere kümmere, wie ich Luft und Wasser spare und wie ich sparsam mit Karotten umgehe. Ich esse sie nie, besonders nicht in der Suppe. Karotten haben damit gar nichts zu tun. Bist du dir da sicher? Warum schmeißt du das Papier weg? Ich soll doch nicht schreiben, wie sparsam ich mit Karotten umgehe. Also muss ich es neu schreiben. Ach, du machst nichts für die Umwelt. Was? Wie kommst du denn auf die Idee? Natürlich tue ich das. Nein. Wenn du einfach dein Papier wegschmeißt, heißt es, dass du dich nicht um die Bäume kümmerst. Was soll das mit Bäumen zu tun haben? Weißt du nicht, woraus Papier gemacht wird? Aus Bäumen. Menschen produzieren Papier, indem sie Bäume fällen und das Holz klein sägen. Die Sägespäne kommen in Wasser. Anschließend werden Chemikalien dazu gegeben und dann wird diese Masse gemischt, bis daraus eine Art flüssiger Brei wird. Dann wird das Wasser dem Brei entzogen. Durch riesige, sich drehende Walzen werden daraus dünne Blätter Papier. Das bedeutet also, um neues Papier zu machen, müssen Menschen weiterhin Bäume fällen. Und rate mal, wie viele Bäume man retten könnte, wenn jeder auch nur ein Blatt Papier weniger nimmt. 1 Million Bäume. Bist du sicher? Ganz sicher. Und nun, wo du alles über Bäume und Papier weißt, was tust du nun? Hey, wisst ihr? Ich habe mich entschieden, keinen Aufsatz für die Schule zu schreiben.
Wieso denn? Ich möchte Bäume schützen, also benutze ich kein Papier. Kapiert? Oh, Tom Thomas, du bist mein Held. Die Blechdose. Also, was brauche ich noch? Eine Taschenlampe. Die ist praktisch, wenn man zeltet. Hör mal, Tom Thomas, lass etwas Platz für mich da drin. Ich bin auch praktisch, wenn man zeltet. Ich mach dir etwas Platz, aber versteck dich, damit Papa dich nicht sieht. Und du darfst Zinka nichts darüber sagen, dass ich mit dir gehe. Alles klar. Und schließlich ein paar Dosen Fleisch. Hi, Tom Thomas. Hast du Nolik gesehen? Nein. Mit wem hast du dann gerade gesprochen? Ich habe nur das Etikett gelesen. Wohin ist Nolik verschwunden? Simka, weißt du, wie kommt es, dass man die Blechdosen nicht öffnen kann, sodass man den Inhalt probieren kann? Was meinst du? Weißt du nicht, was das Besondere ist am Dosenessen? Es ist in der Dose. Das Besondere am Dosenessen ist, dass es lange Zeit gelagert werden kann, ohne dass es schlecht wird. Seht ihr? Gemüse und Fleisch werden schlecht, wenn schädliche Bakterien sich darin vermehren. Also, wenn ihr die schlechten Bakterien loswerden könnt oder sie davon abhaltet, in euer Essen zu kommen, kann das Essen lange halten. Deswegen werden Dosen fest verschlossen. So können schädliche Bakterien nicht durch die Luft ins Essen gelangen und es nicht verderben. Du sagst mir also, Nolik ist nicht hier, richtig? Also sieht so aus, als ob er wirklich nicht hier ist. Was war das? Wo? Oh, richtig. Jetzt weiß ich's wieder. Da ist noch eine Dose, die ich mitnehmen wollte. Irgendwas Verdächtiges geschieht hier. Hey, Leute. Meine Mama hat diese Dose vor langer Zeit weggeworfen, aber ich habe sie aus dem Müll gezogen. Ich wusste, dass sie brauchbar wäre. Und wen hast du gemeint, als du sagtest Leute? Moi? Du bist hier und ich bin hier und das macht schon zwei. Sieh dir diese tolle Dose an. Die ist gar nicht toll. Stell sie auf den Boden. Siehst du? Was? Oh, sie ist etwas schief. Na und? Na und? Sie ist aufgebläht. Und wenn sie so aussieht, weißt du, dass darin schädliche Bakterien wachsen und das Essen darin verderben. Es ist verdorben? Das kann man rausfinden. Auf jeder Dose findest du das Mindesthaltbarkeitsdatum. Früher oder später wird sogar Dosenessen schlecht. Und natürlich können Milchprodukte wie Joghurt oder Milch in wenigen Tagen schlecht werden. Wenn ihr Essen im Laden kauft, ist es sehr wichtig, immer nach dem Haltbarkeitsdatum zu schauen. Dieses Datum gibt an, wie lange man das Essen sicher genießen kann, ohne sich zu sorgen, dass es nicht mehr gut sein könnte. Das Haltbarkeitsdatum findet man auf jeder Dose, Schachtel oder Verpackung. Also achtet darauf. Und passt gut auf, dass ihr kein Essen kauft oder esst, das ein verfallenes Haltbarkeitsdatum hat. Und wenn ihr seht, dass eine Dose aufgebläht ist, schmeißt sie sofort weg. Wenn ihr es esst, könnte euer Bauch auch aufblähen. Wenn Essen schlecht wird, ist es leider unmöglich, das rückgängig zu machen. Und dann könnten nicht mal wir Fixies noch helfen. Oh, Mama hat wahrscheinlich gesehen, dass diese Dose schon vor einem Jahr schlecht geworden ist. Deswegen hat sie sie weggeworfen. Genau. Schäm dich, dass du sie rausgeholt hast. Du hättest dich vergiften können und dein Papa noch dazu. Ja. Und die anderen Dosen? Sind die auch aufgebläht? Sind sie nicht. Na dann, tschüssi. Schade, dass ich Nolik nirgends finden konnte. Papus wollte ihm einen brandneuen Pakomat schenken. Mir? Aha, hab ich dich. Ich hatte mir schon gedacht, dass du dich in Tom Thomas Tasche versteckt hast. Du lügst. Das ist nicht fair.
Und sich verstecken? Das ist fair, hm? Tom Thomas, bist du bereit? Ich bin bereit. Gut, dann los. Hurra! Wir gehen zelten. Ich möchte auch zelten gehen. Keine Sorge, ich gehe mit dir zelten. Wirklich? Wirklich, wirklich, wirklich. Zu dem Haus dort nebenan. Siehst du, wie riesig das ist?